So, hallo und herzlich willkommen heute mal bei mir am Schreibtisch bzw. im Büro und mit mir klein unten in der Ecke. Das liegt daran, dass ja auf vielfachen Wunsch, ist relativ kurzfristig schon der Wunsch aufgekommen, soll ich bitte meinen Senf dazugeben zu dem, was der Robert Mark Lehmann zu einem Projekt von Planet Wild zu sagen hat. Und ja, das ist dahingehend jetzt ganz praktisch, weil man dann jetzt zu beiden gleich was sagen kann. Einerseits zu dem Projekt von Planet Wild und zweitens zum Kommentar vom Robert dazu. Ich habe bei beiden tatsächlich ein paar kleine Anmerkungen, möchte aber einfach aufgrund des Weltfriedens noch kurz darauf hinweisen, dass ich selbstverständlich mit beiden keinerlei Probleme oder in irgendeiner Form Schwierigkeiten habe. Ist alles gut, ne? Ich habe mit beiden auch überhaupt nichts zu tun, davon mal abgesehen. Will einfach nur ein paar sachliche Anmerkungen machen zu dem, wo ich der Meinung bin, dass sachliche Anmerkungen angebracht sind. Das ist auch in meinem Fall, also das Video hier, was der Robert aufnimmt, ist wohl ein Community-Wunsch gewesen. In meinem Fall ist es jetzt auch ein Community-Wunsch, dass ich meinen Senf dazu geben soll. Für die Leute, die mich nicht kennen, vielleicht kurz zum Background. Ich bin Forstwissenschaftler, das heißt, mein Fachgebiet ist tatsächlich Wald. Das ist deswegen immer relativ relevant, weil wenn ich was zum Ozean erzählen würde, dann hätte ich ungefähr die Qualifikation, die rein auf dem Papier, ne? Mal abgesehen von Weiterbildungsmaßnahmen, persönlicher Erfahrung und so weiter und so fort, der Robert dazu hätte, wenn er was zum Wald erzählen muss. Ja, und da sind wir also jeweils aus unserem Fachbereich ein bisschen raus. Ist auch nicht schlimm, da kann man deswegen trotzdem natürlich seine Meinung zu vertreten, selbstverständlich. Es kann dann natürlich halt passieren, dass die eine oder andere kleine Ungenauigkeit sich einschleicht oder man einfach irgendwas schlicht und ergreifend nicht weiß, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Ja, und vielleicht noch ganz generell, ich weiß, dass ein paar meiner Zuschauer den Robert nicht so mögen. Ich weiß, dass ein paar meiner Zuschauer den Robert mögen. Ich denke, wir können uns hoffentlich irgendwo in der Mitte darauf einigen, dass der Robert zumindest mal viel Gutes tut. Und das tut er auf jeden Fall. Das ist, denke ich, unbestritten. Kann man das auch anders tun? Sicher. Ist es trotzdem irgendwo gut? Bestimmt, ja. Und Sympathie, Antipathie und so weiter und so fort spielt ja keine Rolle für eine sachliche Auseinandersetzung. Daher bitte ich da um Verständnis in beide Lager, sowohl die Fans als auch die Nicht-Fans. Nur wir wollen uns das einfach ein bisschen sachlich, analytisch mal ein bisschen angucken. Hier und da schneide ich vielleicht auch mal kurz eine Passage raus, einfach um Zeit zu sparen, wenn sie für mich nicht weiter relevant ist. Legen wir los. Gespannt. Ich bin mal gespannt auf dem Kanal Planet Wild. Let's go! Let's cut some trees! Death, destruction, decay. Wait, what? This is a good thing? In this video we're heading into the misty highlands of... Ich sage ja mal so, in der Biologie ist Tod jetzt nicht gleich tot. Zitat Robert Mark Lehmann. Nein, aber ein Toter... Ja. Das ist vielleicht an der Stelle schon mal grob angemerkt. Ich würde das nachher nochmal aufgreifen. Ich persönlich, ne, das ist jetzt ehrlich gesagt keine besonders sachliche Anmerkung, aber doch so ein Punkt, der mich persönlich ein bisschen stört. Vielleicht ist das als Gag gemeint, sicher irgendwie als Gag gemeint, aber absolute allgemeine Grundprinzipien der Biologie bzw. der Ökologie, Zitat Robert Mark Lehmann, dahinter zu schreiben, wirkt für mich, weil ich, wie gesagt, ich kapiere den Gag wahrscheinlich nicht, aber wirkt auf mich relativ arrogant. Da könnte man auch drunter schreiben, irgendein Erstsemesterstudent irgendeines biologischen Studienganges wie Ökologie, Forstwissenschaften, Landschaftsarchitektur, bla 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 bla, ganz lange Liste, wer irgendwas mit der Natur zu tun hat, lernt das im ersten Semester. Das ist also derart fundamental grundlegend. Da muss man, es könnte sowieso saumäßig schwierig sein, den ersten rauszufinden, der einen Satz in diese Richtung mal gesagt hat. War vielleicht Alexander von Humboldt, vielleicht sogar noch vor Humboldt irgendwer, könnte auch irgendein alter Grieche gewesen sein. Alles sehr gut vorstellbar. Es war sicherlich nicht der erste Robert Mark Lehmann und auch nicht ich. Ich habe das nämlich auch schon ein paar Mal gesagt, in dieser oder einer anderen Formulierung. Aber ja, vielleicht... Ich reagiere da garantiert übertrieben und es soll nur ein Gag sein, ne? Aber ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Baum ist auch ein guter Baum, denn darauf finden ja Flechtenmoose, Pilze, Destruenten, Käfer, dies, das auch Leben. Also in einem toten Baum steckt manchmal sogar mehr Leben als in einem lebenden Baum. Ja, rein von der Zahl der Art der Lebewesen, die wir in Totholz finden können, finden wir mit Sicherheit bei weitem das ungefähr Millionenfache
an Individuen, also Lebewesen, in einem toten Baum im Vergleich zu einem lebendigen Baum. Robert merkt später noch an, dass man das nicht ganz pauschalisieren kann. Da hat er recht. Das hängt ein bisschen davon ab, in welcher Klimazone wir uns befinden. Grundsätzlich kann man sagen, je eintöniger das sonstige Waldökosystem ist, eintönig muss nicht schlecht sein, ne? Aber kann man grob sagen, desto wertvoller in Anführungszeichen, wenn man überhaupt einen Wert unterstellen möchte, das macht ja nur der Mensch, die Natur selber ist ja wertfrei, dann kann man schon sagen, dass ein toter Baum grundsätzlich immer mehr Lebewesen beherbergt als ein lebendiger Baum, weil im schlimmsten Fall besteht er nur aus sich selbst und, also schlimm, ne, und ist damit ein Lebewesen. Wenn er tot ist, besteht er aus eben Millionen bis Milliarden verschiedener, mindestens mal einzelliger Organismen, die eben damit beschäftigt sind, das Holz zu zersetzen, massenhaft Pilze, die daran beteiligt sind. Also nicht nur ein Pilz, der langsam den ganzen Baum auffrisst, auch nicht zwei, sondern wirklich viele, viele tausend Individuen. Ob das dann auch gleich wieder viele, viele, viele tausend Arten sind, das hängt eben mit dem Ökosystem zusammen, aber es sind in jedem Fall, sobald es zwei Arten sind, schon mal doppelt so viele Arten wie der Baum, wenn er noch am Leben ist. Also grob kann man schon sagen, dass in den allermeisten Situationen Ausnahme vielleicht noch wirklich immer grüne Tropen, also immer grüner Regenwald. Sonst kann man das eigentlich überall auf dem Planeten schon sagen, dass die reine Artenzahl beim toten Baum tatsächlich höher ist als beim noch lebendigen. Leben findet einen Weg. So ist es. To discover a new and unexpected way of restoring nature. It involves killing thousands of trees, but eventually it will turn this into this. Forget everything you know about reforestation. We're Planet One. Ich werde garantiert nicht alles vergessen about reforestation, weil das mache ich ja, Bäume pflanzen ganz häufig, aber in der Tat wäre es relativ kontraproduktiv, alles darüber zu vergessen, was ich über Reforestation weiß, weil dann müsste ich nochmal viele Jahre zurück an die Uni. Wäre wirklich äußerst kontraproduktiv. Im Übrigen, ich finde auch diesen Spruch, tut mir leid, ich weiß, das ist Korinthenkackerei, ja, und ändert nichts daran, dass das Video prinzipiell gut gemacht ist und so weiter und so fort. Aber die können hier nicht in einem, weiß nicht, wie lang das Originalvideo ist, ich glaube irgendwie 10 Minuten oder sowas, die können nicht in 10 Minuten einem so stark erklären, wie das hier funktioniert oder dass das hier so eine gute Aktion ist, dass man vorher alles vergessen sollte, was man über Reforestation gelernt hat. Das ist schon eine bescheuerte Aussage, ehrlich gesagt. Ja? Ändert nichts dran, im Prinzip alles gut, ne? Aber diesen einen Satz, der stößt mir schon sehr, sehr sauer auf und ich sage ja, Kleinscheißerei, aber ja. Es ist immer wichtig, sich weiterzubilden, neue Wege zu gehen und vielleicht für entsprechende Regionen auch andere Methoden anzuwenden. Deswegen bin ich hier sehr gespannt, erstens, wo es ist und was wir da genau machen. Wir gucken mal rein, ich bin gespannt. Das ist zum Beispiel jetzt wiederum eine sehr, sehr wichtige Weisheit, die der Robert hier von sich gegeben hat, dass man eben, egal was man in Sachen Umweltschutz, Ökosystemmanagement oder wie auch immer man das nennen möchte, betreibt, muss man es immer an die Region anpassen und eine Methode, die in Deutschland funktioniert, funktioniert nicht zwingend in Brasilien, umgekehrt auch nicht unbedingt und was du in der Arktis machen kannst oder der Paläarktis, also einmal rund um, ne, den Pol mehr oder weniger drumherum, da gelten relativ gleichförmige Bedingungen über die gesamte, ja, sämtliche Breitengrade quasi, Längengrade, Entschuldigung, verteilt. Und das kann man aber häufig eben auch nicht wieder auf andere Landschaften übertragen. Welcome to Mission 12. The Scottish Highlands are one of Europe's most... Da fällt mir gerade noch was ein. Mission 12, was die da jetzt gerade machen, also Planet Wild. Soweit ich das mitbekommen habe, sind die eine Naturschutzorganisation, so darf man sie, denke ich, schon irgendwie zusammenfassen, die einzelne Projekte eins pro Monat durchführt und da irgendwelche, ja, Missions in Anführungszeichen macht. Das sollte dem Robert sympathisch sein. Der macht ja auch dauernd irgendwelche Missionen, Mission irgendwas und so weiter und so fort. Von daher passt das ja eigentlich ganz gut zusammen. Könnte ich mir eigentlich schon ganz gut vorstellen, dass die beiden sich gut vertragen würden, diese beiden Organisationen. Und ja, das ist so im Wesentlichen das, was die tun. Monatlich Crowdfunding sozusagen finanziert irgendeine
Aufwertungsmaßnahme. Das meiste geht in die Kategorie Rewilding, also eine Aktion durchführen, die den Zustand der Landschaft so verändert, dass er eher dem entspricht, was da gewesen wäre, wenn es den Mensch nie oder so gut wie nie gegeben hätte. Ganz grob formuliert, aber ich denke, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Das kann man auf jeden Fall tun. Ob das im Einzelnen eine besonders gute Aktion oder eine geht-so-Aktion ist, das kommt auf den Einzelfall an. Ich kann vielleicht schon mal spoilern, die hier ist jetzt eher so eine, ja, kann man machen, aber wenn man es nicht gemacht hätte, wäre es auch nicht so schlimm. Aktion, ne? Also nicht falsch, das auf keinen Fall, aber jetzt auch nicht so super nützlich. Er kommt immer drauf an, ne? Wenn du die Kohle übrig hast und das Personal da gerade vor Ort rumsteht und sonst sich langweilt, dann auf jeden Fall machen. Wenn du dafür erst Geld in anderen Teilen der Welt zusammensammelst, dann da extra hingehst oder hinfliegst vor allen Dingen, um das dann da durchzuführen, da kann man sich dann schon fragen, ist der ganze arbeitslogistische Organisationsaufwand und das Geld, das man vielleicht auch für ein anderes Projekt hätte nützen können, vielleicht woanders möglicherweise besser aufgehoben gewesen wäre und so weiter. Ja, machen wir fiese Grammatik draus. Ja, ich quatsche mich im Laufe des Beitrags noch ein, dann wird mein Deutsch auch wieder besser. Iconic landscapes. But few people know. Oh, das war übrigens gerade The Old Man of the Store. Jetzt hat mir irgendjemand verraten, wie man mit der Tastatur zurückspulen kann, wenige Sekunden. Leider habe ich da nicht aufgepasst. Darum the Scottish Highlands are one of Europe's most... Nein, das noch nicht. Iconic landscape. Das ist The Old Man of the Store. Auf der Isle of Skye ist eines der Wahrzeichen von Schottland. Ich war da mal, habe einen Stein vom Fuß, nicht den großen, aber einen Stein vom Fuß des Old Man of the Store mitgenommen und ja, war eine beeindruckende Tour. Wirklich sehr, sehr spannend. Man kann da von der Bushaltestelle relativ einfach hochspazieren. Ich bin mir zumindest sehr sicher, dass es The Old Man of the Store ist. Schottland, insbesondere die Inseln, die vorgelagerten Inseln im Westen von Schottland haben viele solche Felsformationen, aber ja, ich bild mir ein, er wär's. wenn es nicht ist, dann ja, ist es halt nicht der berühmteste dieser Felsen, aber in die gleiche Kategorie gehend. But few people know that they used to be covered by old growth forest some 5000 years ago, stretching from coast to coast and hosting wolves, bears and... Alle filmen immer Wölfe, nur ich nicht. Naja, ey, geil. Ja, ich auch nicht. Also außer im Tierpark, aber das darf der Robert ja nicht. Das hat sich ja selbst verboten, sozusagen. Naja, vollkommen korrekt, die Annahme, dass Schottland ursprünglich vollständig bewaldet gewesen ist, da gibt es nichts hinzuzufügen. Wie lang das jetzt konkret her ist, 5000 Jahre, ja, vor 5000 Jahren dürfte es auf jeden Fall noch die ultimativ, sage ich mal, vom Menschen unbeeinflusste Bewaldung gehabt haben. Man ist sich in der schottischen Frühgeschichte, zumindest das letzte Mal, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ich bin übrigens großer Schottland-Fan, ich kenne mich also mit Schottland relativ gut aus, muss ich an dieser Stelle kurz noch darauf hinweisen, habe mich da auch sehr intensiv mit der Geschichte und so weiter des Landes beschäftigt, von daher kann ich da vielleicht noch ein paar kleine erklärende Anmerkungen zwischendurch machen. Grob geht das ja los mit verschiedenen, ich nenne sie jetzt mal Stämmen, die da eben ihr Unwesen getrieben haben und wahrscheinlich werden die mindestens zum Bau ihrer Dörfer auch schon erste Wälder gerodet haben, wahrscheinlich auch relativ viele Wälder, weil das ist alles schon nicht so lange her, dass sie nicht da schon die Landwirtschaft gehabt hätten und zumindest für ein bisschen Landwirtschaft hat Schottland damals auch schon getaugt und wenn man eben diese allerersten Siedler, und da sind wir tatsächlich dann bei so irgendwie so grob vor 4000, 5000 Jahren, da kann man sich jetzt ein bisschen kloppen, wann das eben genau einen beginnenden großen Einfluss auf die Vegetation genommen hat. Ab dem Punkt spätestens, wo wirklich größere, nennenswerte Waldflächen gerodet wurden, um Landwirtschaft zu betreiben, ja, ändert sich die Landschaft. Das ging dann immer weiter, um einen groben geschichtlichen Abriss zu machen, bis im Grunde die Römer den Hadrianswall gebaut haben. Jetzt muss man wissen, die Römer haben zwei berühmte Mauern errichtet im Laufe ihres Imperiums, zumindest aus europäischer Sicht. Das ist einmal bei uns in Deutschland unter anderem der rätische Limes, der obergermanisch-rätische Limes, irgendwie glaube ich so heißt er meines Wissens, der verläuft durch ja, zum Beispiel Hessen, zum Beispiel Rheinland-Pfalz und noch ein Fetzen Baden-Württemberg, soweit ich weiß.
und diente als, da hat man vielleicht schon mal gehört, als Abgrenzung der rechtsrheinisch-römischen Gebiete. Also wenn du auf die Karte guckst, rechts vom Rhein, da saßen auch schon Römer und die wollten sich abgrenzen gegen die Barbaren, unter anderem die Germanen, die eben noch weiter, sage ich mal, Richtung Bayern und Ostdeutschland sozusagen ihr Unwesen getrieben haben und haben deswegen eine große Mauer gebaut, eher einen Zaun, aber um eben die Germanen zumindest kommen zu sehen, wenn die versuchen, ins römische Imperium einzudringen. System hat gut funktioniert und als die Römer dann, übrigens die einzige Streitmacht, der das, abgesehen von den Angelsachsen, jemals gelungen ist, komplett Großbritannien zu erobern, fast komplett Großbritannien, mit Ausnahme eines winzig kleinen Dorfes, mit Ausnahme von Schottland im Wesentlichen. Und weil ihnen Schottland eben zu wild war, weil es da noch vergleichsweise viele Wälder gab, sehr unübersichtlich, den Römern es da gar nicht gefallen hat und es da auch nichts zu holen gegeben hat, weil Schottlands Klima halt zu rau ist, um da nennenswert Zeug anzubauen, woran die Römer interessiert waren, haben sie da einfach schon wieder eine große Mauer aufgestellt, beziehungsweise ja, in dem Fall ist es schon eine Mauer, weniger ein Zaun, den Hadrianswall, der eben komplett das Nordende der britischen Insel sozusagen, also der britischen Hauptinsel, abgeschnitten hat. Und spätestens ab diesem Punkt haben die Schotten angefangen oder die Vorläufer der heutigen Schotten so ein bisschen besondere Eigenschaften zu entwickeln und sich zu dem Volk zu mausern, was sie heute zum Teil sicherlich auch noch sind. Ist eine ganz spannende Angelegenheit, finde ich, zumindest historisch. Und spätestens jedenfalls, als die Römer da vor circa 2000 Jahren mit ihrem Hadrianswall und so weiter und so fort unterwegs waren, ab da können wir schon davon ausgehen, dass die Wälder ab dem Punkt wirklich massiv geschrumpft sind, bis hin ins europäische Mittelalter, dann war da gar nicht mehr viel Wald übrig. Und die Schotten noch längst nicht den Schottenrock angehabt haben. Wer also Braveheart gesehen hat und feststellt, dass die im Mittelalter schon im Schottenrock rumrennen, nein, tun sie nicht. Auch der Dudelsack ist da, glaube ich, noch gar nicht unbedingt zeitgemäß, aber der Schottenrock, der ist eine relativ neue Erfindung. Damit sind sie definitiv nicht rumgerannt zu Zeiten des Mittelalters, aber nichtsdestotrotz hatten sie schon relativ viel Wald abgeholzt und wenn man sich so ein bisschen in den Annalen der englischen Königshäuser, muss man zunächst mal sagen, es gab ja auch mal ursprünglich noch schottische Könige. Und wer sich da ein bisschen umguckt, der findet da raus, da gab es so viel Krieg, so viel Mord und Totschlag, so viel Ressourcenbedarf, übrigens auch um Waffen herzustellen, dass die Wälder relativ schnell, relativ wenig geworden sind. So, die letzte, also da hatten wir dann so einen Tiefpunkt der Wald, also den ersten krassen Tiefpunkt der Waldentwicklung Schottlands erreicht, so irgendwo grob im fortgeschrittenen Mittelalter. Ja? Wann das genau weiß ich jetzt auch nicht, müsste ich jetzt auch nachlesen. So, dann ging es ein bisschen wieder bergauf, wie in fast allen Industrieländern Europas, als wir herausgefunden haben, dass man ja auch mit Kohle heizen kann und wir gar nicht mehr darauf angewiesen waren, groß mit Holz zu heizen. Das heißt, auch in Schottland haben sich die Wälder ein Stück weit regeneriert. Die natürlichen Waldgebiete, die wir heute in Schottland noch finden können, und nein, es sind nicht viele, die sind mehr oder weniger in dieser Zeit sozusagen gerettet worden. Hätte es da keine Erholung gegeben, wäre man wahrscheinlich noch in die letzten natürlichen Waldgebiete auch noch rein und hätte die auch noch platt gemacht. So, also die Industrialisierung war in der Hinsicht mal zu was gut und die Kohle auch und dementsprechend musste man da also wirklich nicht mehr groß mit Holz heizen. Man hat in Schottland sowieso grundsätzlich auch immer viel mit Torf geheizt. Moore haben die da reichlich. Moore haben sie immer mehr bekommen, je mehr sie den Wald weggekloppt haben und das kommt sicherlich noch auch noch erschwerend dazu, dass ein Stück weit das Wegkloppen des Waldes und das Freilegen der Möglichkeit zur Torfnutzung auch mit die letzten Reste von natürlichen Waldgebieten gerettet haben könnte. So, und die allerletzte und bis heute gravierendste vielleicht Entwaldungsphase hatten wir dann vor grob 100 Jahren, ganz grob, ich müsste auch da wieder das genaue Datum nachgucken, habe mich jetzt nicht so gut vorbereitet für diesen Beitrag, als die Landbesitzer, die Großlandbesitzer in Schottland beschlossen haben, dass sie mit der, ja ich sage jetzt mal, bäuerlichen Landwirtschaft und ein bisschen Viehzucht, die man da noch betrieben hatte, nicht mehr so viel verdienen können, beziehungsweise sich das Ganze finanziell einfach nicht mehr lohnt und sie stattdessen doch lieber riesige Schafherden in Schottland
enthalten wollen, möglicherweise auch riesige Rinderherden, je nachdem, was die Landschaft hergibt, aber vor allen Dingen Herden eben. Und um diese Herden zu versorgen, brauchte man natürlich Platz. Das hat dazu geführt, dass viele Dörfler, auch ganze Dörfer und vor allen Dingen einzelne kleine Höfe, wer mal in Schottland war und in den Highlands wandern war, weiß, da stehen überall irgendwelche baufälligen Ruinen, meistens ohne Dach, rum, die noch ein paar Steinmauern und noch einen Kamin aufweisen. Das ist aus dieser Zeit, als eben die große Vertreibung der kleinen Bauern, in Anführungszeichen, eben vonstatten gegangen ist, zugunsten der Schafzucht. Und für die Schafe, wie gesagt, brauchte man Platz und da war es dann auch lukrativer, damals war Wolle echt zum Geldverdienen richtig gut geeignet, besser Schafe zu haben als Wald, wodurch man also zusätzlich auch nochmal Wald gerodet hat. Und seit eben dieser, viele Schotten sind da übrigens auch ins Exil, also nach Amerika, vielleicht auch jemand, der zum Beispiel McDonald heißt. Ja, die McDonalds sind mit Sicherheit zum Teil ins Exil. Wobei, glaube ich, die Burgerbude wenig mit den McDonalds aus Schottland zu tun hat. Wenn da überhaupt eine Verbindung besteht, dann ist sie nur sehr, sehr vage, soweit ich das irgendwann mal recherchiert und in Erinnerung habe. So, ja, aber diese große Schafzuchtoffensive sozusagen hat dann quasi fast alle letzten noch natürlichen Wälder Schottlands platt gemacht, bis auf die ganz wenigen Reste, die wir heute noch haben. Die wurden dann auch relativ bald mit dem aufkommenden Naturschutzgedanken unter Naturschutz gestellt. Und inzwischen gibt es diverse Organisationen, die dabei sind, Schottland wieder mit halbwegs natürlicher Waldzusammensetzung aufzuforsten. Das sind ein paar Privatleute. Man muss dazu sagen, der schottische Landbesitz, der Sitz ist fast alles privat. Also bis auf so ein paar Sachen, die wohl auch dem Staat gehören. Aber ein Großteil ist wirklich privat. Das sind zum Teil gigantische Flächen, die einzelne sehr wohlhabende Leute da besitzen. Zum Teil noch alte englische Adlige, zum Teil irgendwelche neuen Tech-Milliardäre von mir aus oder sonstige Leute, die irgendwie zum Milliardär geworden sind, die sich da riesige Anwesen kaufen. Darunter gibt es ein paar gute, die tatsächlich auf ihren Anwesen genau deswegen das Ding gekauft haben, um da wieder die natürliche Natur sozusagen hervorzubringen und da dann wahrscheinlich irgendwo in die Mitte ein Hotel zu stellen, um noch mehr Milliarden zu verdienen, aber das Ansinnen ist prinzipiell erstmal gut. Und ja, wieder wenige andere, eben auch unter anderem Naturschutzorganisationen, die kleinere Grundstücke kaufen, um da dann wieder aufzuforsten. Aus Schottland selber ist Rewilding Scotland, nennen die sich, glaube ich, eine der größeren Organisationen, die maßgeblich an der Wiederherstellung von Schottlands natürlicher Vegetation beteiligt sind. Das wäre auch die Organisation, die man unterstützen sollte, zumindest aus meiner Sicht, wenn man ein Interesse daran hat, dass Schottland wieder bewaldet wird. Ich habe auch keine Ahnung, ob jetzt hier Planet Wild vielleicht eben mit der lokalen Initiative da irgendeinen Zusammenhang gehabt hat, dass sie auf die Idee gekommen sind, hier in Schottland ein Projekt machen zu wollen. Aber so viel zum groben historischen Abriss, wie es dazu kam, was wir heute haben. Im Übrigen die Wikinger, ne, in Anführungszeichen, also die skandinavischen Völker, waren auch mal da, haben sich mit der einheimischen Bevölkerung vermischt, sind heute in jedem Schotten irgendwie genetisch ein wenig präsent. Und die Anwesenheit der Selbrigen hat dann auch dazu geführt, dass man viele Schiffe gebaut hat. Und auch das war dann nochmal ein wesentlicher Punkt, den ich eben vergessen hatte, der mit zur Entwaldung von Schottland beigetragen hat. Ja, Details müsst dann Historiker fragen, aber das ist auf jeden Fall das, was ich dazu beitragen kann. Und das bin ich mir ziemlich sicher, dass das soweit halbwegs korrekt ist. Wenn ansonsten Historiker in den Kommentaren mich bitte gerne korrigieren. Ich weiß, ich habe ein paar und ja, wenn ein grober Schnitzer dabei gewesen ist. Ansonsten Dankeschön und wir machen weiter. Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern heute. Wölfe und Bären in Schottland. Gut auswildern, los. Tarsis. Ja, ist Quatsch. Ne? Schottland ist tatsächlich, trotz der Tatsache, dass da relativ viele unberührte Landschaften zu sein scheinen, immer noch viel zu besiedelt, um da Bären auszusiedeln. Wölfe könnte man drüber nachdenken. Die kommen da tatsächlich bisher nicht von alleine wieder. Da ist so ein oller Ärmelkanal im Weg. Das sorgt dafür, dass Großbritannien tatsächlich noch wolfsfrei ist. Ich denke, die meisten haben da nicht unbedingt was dagegen. Klar gibt es ein paar Gruppierungen, die das ganz gerne hätten, aber die Landwirtschaft in Schottland, die ja immer noch stark auf Schafzucht, auch wenn man da heutzutage nicht mehr allzu viel mit verdienen kann, und
vor allen Dingen, Entschuldigung, auf der Rinderzucht, Highland Cattle, das sind diese Kühe mit diesem lustigen Pony, die nichts sehen, weil ihnen die Haare dauernd ins Gesicht wachsen und den großen Hörnern, den wirklich beeindruckend großen Hörnern, das wäre alles nicht vorstellbar, wenn da Wölfe rumrennen würden oder gar Bären. Das wäre also wirtschaftlich der ziemliche Ruin der ländlichen Regionen von Schottland, wenn man auf so eine Idee kommen würde. Da ist also die einheimische Bevölkerung, die auch nur ansatzweise irgendwie in Kontakt zur landschaftsnutzenden Bestandteilen der Bevölkerung hat, wäre da massiv dagegen, halte ich also für völlig unrealistisch und ja, wirtschaftlich untragbar, das da unbedingt jetzt machen zu müssen. Ja, aus Naturschutzgedanken klar, aber wenn man weiterdenkt als nur den Naturschutzgedanken, ist das eine extrem teure Angelegenheit. Das könnte man auf keinen Fall bezahlen, weil irgendwer muss ja kompensieren, dass da jetzt Wölfe rumrennen und die Weidetierhaltung damit aufgegeben werden muss. Die muss wirklich aufgegeben werden, wenn man nicht dann nur 10 Wölfe aussetzen will, die man dann, sobald ein Elfter dazukommt, wieder auf 10 runterschießt. Was auch keine Lösung ist, dann sterben sie einfach an genetischer Verarmung. Also halte ich diese Forderung für ja, spontan nachvollziehbar, aber wenig überlegt. Sorry. Ancient forest inspired a whole canon of tales and legends. Geil. But this mystical vision we have of the highlands is sadly not our reality today. Because centuries of human exploitation have wiped out most of its biodiversity. But can the Scottish Highlands be restored to their former lush and biodiverse glory? Die Biodiversity von Schottland, da müssen wir jetzt auch noch mal ein kleines bisschen schon drüber reden. So hoch war die vorher auch nicht. Ne? Also im Wesentlichen ist es erforderlich, um eine hohe biologische Vielfalt auszubilden, dass das Land sehr alt ist. Naja, das wäre gegeben. Tatsächlich ist das Kaledonische Gebirge eine der ältesten Landmassen des Planeten. Viel gibt es nicht, was da noch älter ist. Aber die lagen früher mal ganz woanders und haben enormen Klimawandel durchgemacht. Also auch allein durch die Kontinentalverschiebung führt das dazu, dass wir da also kaum eine richtig lange Pflanzenentwicklung gehabt haben. Dann waren da noch so eine Kleinigkeit, die Eiszeiten heißen. Und die haben auch sehr viel Artenvielfalt quasi in Schottland ausgelöscht. Und was da übrig geblieben ist, beziehungsweise was da jetzt neu entstanden ist an Arten, die da heute vorkommen, konnte quasi erst seit circa 10.000, 11.000 Jahren sich entwickeln. Das ist ein zu kurzer Zeitraum, um eine große Artenvielfalt auszubilden. Insbesondere, wenn dann noch erschwerend dazu kommt, dass es sich ja bei Großbritannien um eine Insel handelt, zumindest seit der Meeresspiegel wieder so hoch ist, dass es sich tatsächlich um eine Insel handelt. In den Eiszeiten konnte man darüber spazieren, durch den Ärmelkanal. Aber dieser Inselfaktor spielt schon eine wesentliche Rolle, dass die Artenvielfalt auf einer Insel entweder besonders speziell ist, aber selten unendlich hoch, es sei denn, die Insel ist ewig lange unberührt gewesen und alles andere drumherum schon, also das Festland, soll heißen, Schottland hat bestenfalls eine mittlere Artenvielfalt. Auch die natürlichen Wälder Schottlands sind nicht sehr artenreich und die Differenz zwischen einem natürlichen schottischen Wald und einem guten Forst, wo es den dann gibt. Es gibt größtenteils tatsächlich schlechte Forstwirtschaft. Da bin ich auch überhaupt kein Fan von. Aber die Differenz zwischen gutem Forst und Urnatur ist nur noch sehr, sehr gering. Da könnte man also durch einfache Maßnahmen wie ein bisschen Totholz stehen lassen im Wald, auch bei einem normalen Nutzwald, der vielleicht nicht unbedingt nur aus Nadelhölzern bestehen sollte. Da könnte man viel, viel, viel tun, ne? Aber so super artenreich, üppiger und artenreicher Glanz, ja, es ist vielleicht sicherlich ein bisschen sehr romantisiert, aber ja, es ist artenreicher, wenn man es zur Urnatur zurückbringen könnte, definitiv, ja. Ja, dauert halt nur 1000 Jahre, kein Thema. Stimmt. Ziemlich genau 1000 Jahre hat der Robert recht, würde das bei kompletter Aufgabe sämtlicher menschlicher Aktivität in Schottland etwa dauern, bis wir da wieder eine nennenswerte Zahl von Wäldern einfach so bekommen haben. Vielleicht 1500. Und das gilt natürlich immer nur dann, wenn der Klimawandel nicht derart verrückt spielt, dass sich an den Grundprinzipien, wie sich Arten ausbreiten in Europa, nicht fundamental was ändert. Weil es das passiert, dann können wir einfach schlicht und ergreifend überhaupt keine Vorhersage treffen. Aber würde es keinen radikal schnell voranschreitenden Klimawandel geben, dann wäre das richtig. Aber das ist ja das Schöne an Bäumen.
man muss das anfangen und bei Bäumen, das musste ich auch erst lernen und das finde ich aber besonders faszinierend, muss man nicht in seiner Lebensspanne denken, sondern in einer Zeitachse, die so viel größer ist als man selbst, die Kinder und Kindeskinder und Enkelkindeskinder noch erleben werden, wenn man einen Baum pflanzt, den erleben vielleicht in 200 Jahren ganz andere Menschen als man selbst. Man wird, wenn man einen Baum pflanzt, kommt es auf die Größe an, aber meistens niemals den voll ausgewachsenen großen Baum erleben. Und das finde ich irgendwie spannend und faszinierend und zu wissen. Ja, es soll Leute geben, die das sogar so faszinierend finden, dass sie das deswegen studieren. Also das ist quasi, was der Robert da beschreibt, ist mein Wahl sozusagen, wenn wir das auf den Robert übertragen wollen. Diesen Aspekt des generationsübergreifenden Wachstums und der furchtbar langsamen generationsübergreifendes Wachstum der Wälder ist so ein wesentlicher Punkt, die ich daran besonders spannend finde. Von daher teile ich diesen Gedanken 100% und finde das schön, dass der Robert das auch nachvollziehen kann. Dass irgendjemand anders, ihr, die ihr viel jünger seid vielleicht als ich, später mal auf die Bäume aufpasst, die ich gepflanzt habe oder die ich beschützt habe. Das finde ich irgendwie cool, weil es hinterlässt ja auch was. Ich mag das und ich mag das besonders, so eine alten Bäume zu treffen. Das finde ich, das hat einfach was Schönes, wenn es einen Baum noch gibt und wenn manchmal die Bäume 1000 Jahre gebraucht haben, um groß zu werden. Und dann ist es immer besonders schlimm zu wissen, es dauert nur 2 Minuten, die umzuhacken oder umzuketten. Ja gut, aber das gilt für jeden Tod. Der Tod wird im Regelfall, wenn er dann künstlich herbeigeführt wird, immer schnell. Du kannst auch eine 100-jährige Schildkröte innerhalb von 2 Sekunden mit einem großen Abschussgerät von was auch immer umbringen. Das gilt ja für jeden Tod. Das wird immer so stilisiert, dass gerade bei Bäumen es so ein furchtbares Unding ist, dass man die innerhalb weniger Sekunden umbringen kann. Wobei, wenn das ein besonders dicker Baum ist, dauert schon ein bisschen länger als nur ein paar Sekunden, dann reden wir von wenigen Minuten, okay. Aber davon abgesehen, dass der Baum in dem Moment, wo man ihn umgeschnitten hat, nicht automatisch tot ist. Da lebt der komplette Baum noch. Das dauert eine ganze Weile, bis er dann ausgetrocknet ist und wirklich die ganzen einzelnen Zellen, die im lebenden Baum vorhanden sind, überhaupt mal abgestorben sind. Ja, aber ja, natürlich, man hört da ständig diesen Grundsatz mit dem, ist dann gleich, es dauert nur so ganz, keine Ahnung, der Baum wächst 1000 Jahre und es dauert nur 10 Sekunden, um ihn zu fällen. Ja, ist ja nicht falsch, halte ich persönlich für ein bisschen irreführend, weil, wie gesagt, das gilt für so ziemlich jeden gewaltsamen Tod, den man irgendjemand zufügen kann. Erschossen werden geht auch schnell, ne? Also, ja. Es ist halt einfach so mit gewaltsamem Tod, dass der meistens recht flott ist. Hoffentlich, wenn der super langsam gehen würde, wäre er noch grausamer. Jetzt nicht unbedingt bei einer Pflanze, da ist es wahrscheinlich, soweit wir das beurteilen können, egal, wie langsam oder schnell man die umbringt, bei Tieren nicht. Singen. It requires thinking way outside the box, and that is exactly our jam. So we sent Cameron from Planet Wild to the Abernathy Reserve in northern Scotland. Ah, und wenn ich immer sowas sehe, ganz kurz zurück. Our jam. So we sent Cameron from Planet Wild to the. Wo man alle sagen, ah, das ist ja Wald. Nein, das hier ist kein Wald. Das ist Monokulturplantage, so wie ganz häufig in Deutschland eben auch. Wir haben seltenst richtig guten Wald in Deutschland, ne? Also erstens richtig, das ist eine Plantage, da gibt es nichts hinzuzufügen, das ist korrekt. In Deutschland die Mehrheit der Waldfläche inzwischen nicht mehr. Also auf jeden Fall nicht auf Plantagenniveau, schon nicht unbedingt mit natürlichem Wald. Und ja, fast jeder Wald ist ein Forst. Aber ganz so schlimm, wie der Robert da sagt, das ist schlicht und ergreifend nicht mehr die Realität. Das hätte vor 50 Jahren auf jeden Fall noch gestimmt, ja, würde ich schon sagen, und dann immer weniger zutreffend, je länger in der Zeit wir gekommen sind. Und die Tatsache, dass uns jetzt wirklich gigantische Mengen von Fichte weggestorben sind, und zwar immer die Fichte, die tatsächlich so aussah, wie mehr oder weniger der Wald, den wir hier jetzt gerade hinter dem, den sie dahin geschickt haben, habe schon wieder vergessen, wie er heißt, Entschuldigung, und ja, sowas in die Richtung hatten wir natürlich auch, ja. Aber jetzt eben durch die Borkenkäferkatastrophe und den dazugehörigen Trockenjahren ist das gar nicht mal mehr so häufig anzutreffen. Häufig ist es eben auch weg und da ist jetzt entweder gar kein Wald oder irgendein junges, so hohes Waldgebiet sozusagen. Ne? Also ja, kann man, wollte ich ja nur gesagt haben. Abernathy Reserve in northern Scotland, where we teamed up with a team of renegade foresters that have found us. Renegade foresters, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Was bist du so? Ich bin Renegade Forester.
Ist übrigens auch mein Name. Ist mein Beruf und mein Name. Amazing way to breathe life back into this once magical place. Geil, sieht gut aus this hier. This is probably what most of us have in mind when we imagine going for a beautiful walk in nature. Tall. Ja, magical und so weiter und so fort. Ich meine, die verkaufen hier ja was. Das ist ja keine Naturdoku, das ist ja ein Werbefilm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die wollen uns hier ja eine Mitgliedschaft bei Planet Wild verkaufen und dass wir Planet Wild Geld geben und so weiter und so fort. Das ist keine neutrale Berichterstattung, schon gar nicht wissenschaftlich. Das möchte ich an der Stelle nur mal kurz ein. Das muss es auch nicht sein. Ne? Das ist eine Tatsache, nicht zwingend eine Kritik. Niemand hat gesagt, dass man nur wissenschaftlich neutral Bericht erstatten darf, ne? Is everywhere, spongy green moss on the ground and the sounds of birds singing and squirrels playing in the trees above me. It might feel like a magical forest, but in reality, it's not a forest at all. Plantage. It's a plantation. Oh. The trees around me are all identical, the same species planted at the same time. Das Krasse, unten drunter lebt auch nicht super viel. Das ist auch echt richtig tot. Ihr werdet dieses Jahr noch auf meinem Kanal eine Expedition sehen, Mission Estland, wo ich mich genau mit dieser Thematik eingehend beschäftigt habe. Und jetzt, wo ich neue Karte habe, ist die Reise auch nicht mehr so weit. Ihr werdet es noch sehen. Cool. Only to be. Ja, da muss man jetzt anmerken, dass natürlicher Wald, der in Schottland rumsteht, zum Teil nicht viel mehr Pflanzen am Boden hat oder Leben am Boden. Ne? Das hängt einfach mit der Dichte des Bestandes zusammen. Auch ein schottischer Urwald hat Phasen in seiner über Jahrhunderte gehende Bestandesentwicklung, in der der so dicht ist, dass einfach so wenig Licht auf den Boden kommt, dass da außer eben ein paar Moose tatsächlich kaum was wachsen würde. In anderen Phasen seiner Entwicklung kommt dann mehr Licht auf den Boden, dann ist da auch mehr Artenvielfalt möglich. Der Knackpunkt ist natürlich, dass man diese Plantagen, die man hier sehen kann, immer im Zustand des Dichtstandes hält, sozusagen. Ne? Also es kommt nie zu einer natürlichen Auslichtung des Waldes, damit auch nie zu einem Ansteigen der Artenvielfalt. Und man hält sie immer künstlich in diesem produktiven Zustand. Nachdem man es gefällt hat, pflanzt man es neu und die nächste Generation wird relativ schnell wieder so groß, dass in der erstmal zugenommenen Artenvielfalt auf der neu pflanzten Fläche, da wachsen dann noch diverse andere Pflanzen erstmal dazwischen, davon dann nicht mehr viel übrig bleibt, solange das ganze andere Zeug, das Kleinzeug sozusagen, wieder ausgedunkelt wird. Ist ja fundamental wichtig, dass eine Pflanze zum Wachsen eben nun mal Licht braucht und wenn alle anderen Pflanzen größer sind als man selbst, dann steht man in deren Schatten und da kriegt man nicht viel Licht und dann geht man irgendwann ein, wenn das über Jahrzehnte die dauerhafte Situation ist. Hat das also nur mal kurz am Rande angemerkt. Ist alles korrekt, aber ja, wäre in einem natürlichen Wald eben eine Zeit lang durchaus auch so. Und das Ganze wird als Nutzholz geerntet und ja, ich weiß, das sehen wahrscheinlich jetzt einige von denjenigen, die vom Robert kommen, sozusagen als furchtbaren Frevel, aber ist Beton besser? Ist Stahl besser? Mit was sollen wir denn bauen? Am besten hören wir auf zu bauen, selbstverständlich, aber so einfach ist es halt auch nicht, das kann man nicht einfach abstellen. Der Mensch wird immer Ressourcen benötigen, solange es den gibt und wenn man jetzt nicht irgendeinen Genozid oder anderen Schwachsinn vorschlagen möchte, kann man an diesem Bedürfnis nichts ändern und dann ist es halt besser, etwas zu nutzen, was wenigstens eine erneuerbare Ressource, sprich Holz ist, als ja, irgendwelche Dinge, die man unter massiven Einsatz von fossilen Energieträgern erst herstellen muss oder alternativ, die man irgendwo aus dem Boden klöppeln muss oder die dann halt weg sind, sobald sie verbaut sind und irgendwann sowieso alle sein werden. Zum Beispiel Beton wird zum Teil durchaus langsam schwierig, da Nachschub zu bekommen in großen Mengen. Das nur noch mal ganz kurz an dieser Stelle, falls jemand generell gegen Nutzholz was hat. Diese Plantagen hier wachsen im Übrigen ganz okay schnell und liefern ein ganz okayes Holz, was man für verschiedene Sachen verwenden kann. Also es ist nicht nur schwarz und weiß, Plantage böse, natürlicher Wald gut. Das ist ein wesentlicher Ressourcenlieferant für große Teile Großbritanniens, wenn sie halt eben Holz benötigen. Zum Teil wird es leider auch ins Ausland exportiert, das hat einfach wirtschaftliche Gründe. Das meiste wird aber doch auf der Insel verarbeitet und verwendet, auf der es auch geschlagen wird. Ne? Also ist nicht nur schlecht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch begreift. It's harvested for timber. This is known as a monoculture. These trees are planted way too close together. Und guck mal, das ist jetzt durchaus sehr umstritten, aber hören wir uns dazu den Robert nochmal an.
scheiße aus. Da willst du doch keinen Wolf durchstreifen sehen oder einen Bären oder irgendwas, was du geil filmst als Naturfotograf oder als Wand. Ja gut, aber die gibt's da ja auch schon viel länger nicht mehr, als bevor man angefangen hat, diese Form der Forstwirtschaft durchzuziehen. Also als man sich das ausgedacht hat, da war der Wolf schon längst ausgerottet und der Bär und all das andere, was da durchziehen soll. Ja, also so gesehen, das wird denen egal gewesen sein, die waren da schon tot. Oder Pilze so, wenn ich da durchlatsche, kriege ich doch das Kotzen, das sieht doch asozial aus. Das ist doch nullstens natürlich und so sieht fast jeder Wald in Deutschland aus, das ärgert mich. Ja, fast ist völlig übertrieben. Das ist völlig übertrieben. Das ist inzwischen höchstens noch ein Drittel, meistens nur ein Viertel, was wirklich in dieser krassen Plantagenform noch anzutreffen ist. Allerhöchstens. Kommt natürlich auch immer sehr drauf an, wo man unterwegs ist, aber für Gesamtdeutschland, ich komme da weit rum in unseren Wäldern, kann man das beim besten Willen nicht behaupten, dass fast jeder Wald so aussehen würde. Das wäre ja mindestens zwei Drittel, die so aussehen müssten, bis 75%, bis noch mehr, damit der Begriff fast hier korrekt wäre. Ne? Mag sein, dass der Robert das so sieht, der kommt halt sehr viel rum, aber vielleicht nicht unbedingt so sehr in unserem Land, habe ich manchmal den Eindruck, sondern irgendwo anders. Und ja, das ist ja auch nicht verkehrt, beziehungsweise, naja, aus rein vom globalen CO2-Fußabdruck technisch ist das schon verkehrt. Das macht er ja, um Gutes zu tun und so weiter, klar. Aber das nur am Rande angemerkt. Also fast ist völlig übertrieben. Fuckt mich ab. Viele Schimpfwörter in 30 Sekunden. Das kann ich gut. Ja, das. Around 3000 trees per hectare. This Hektar, 10.000 Quadratmeter, 3000 trees. So viel hast du ja niemals auf einem Hektar Urwald. Und das ist leider, sorry Robert, das ist vollkommen falsch. Das ist kompletter Blödsinn. Ja? Sich natürlich verjüngende Wälder, insbesondere welche, die aus Baumarten bestehen, die eine schnelle Vermehrung haben und über viele Samen funktionieren, haben schätzungsweise 40.000 bis 50.000 Jungpflanzen pro Hektar aus Naturverjüngung, die dann auch ranwachsen. Und das heißt, man hat in den ersten Bestandesjahren so irgendwas, ja locker, 40.000 Jungpflanzen pro Hektar rumstehen. Das kann auch noch deutlich mehr sein, je nachdem, was für eine Pflanze man sich anguckt, je nachdem, was für einen Teil der Erde man sich anguckt. 4.000 pro Hektar wäre vor 40 Jahren noch das absolute Minimum gewesen, was man überhaupt pflanzen kann. Drunter wäre katastrophal und man hat auch noch mal 10.000 gepflanzt vor vielen Jahren. Ja, und die Bäume stehen viel zu nah beieinander. Ja, für was ist jetzt die Frage? Was ist die Grundlage, auf der man beurteilt, wie nah zwei Bäume nebeneinander stehen dürfen? In einer Urnatur, wenn zwei Samen nebeneinander runterfallen und beide gute Lebensbedingungen vorfinden, dann steht der Baum halt 2 Meter auseinander, die Bäume 2 Meter auseinander und werden so mitunter auch richtig alt. Da gibt es jede Menge Beispiele, wo das passiert ist, weil es halt an der Stelle gepasst hat. Es gibt keine Vorgabe, wie nah oder wie weit auseinander Bäume stehen müssen. Und 4.000 pro Hektar, ja, das sind zu viele für einen uralten Wald. Ein uralter Wald, also so irgendwas 250 Jahre aufwärts, der hat noch irgendwas zwischen 120 und 80 Stämmen pro Hektar. Sowas ungefähr grob um den Dreh und auch wieder je nachdem, in welche Klimazone man guckt. Das ist natürlich zu viel, aber das werden hier ja auch nicht alle schaffen. Und damit eben die Bäume ein Stück weit, wenn sie dann alt werden sollen, einer natürlichen Selektion unterlaufen, soll heißen, dass die wegsterben, die eben nicht optimal gewachsen sind und nur die Survival of the Fittest mäßig bestangepasstesten Stämme sich durchsetzen, braucht man eine Mindeststammzahl von aus moderner Sicht mindestens 2000 und 4000 ist immer noch was man bei so einer Nadelwaldplantage auch heute noch pflanzen würde, wenn man die dann tatsächlich anlegen will. Das ist also aktueller Stand eines stabilen solchen Plantagenwaldes. Ne? Weil wenn schon so ein Plantagenwald, dann soll der ja auch nicht sofort wieder tot umfallen, wenn man den schon anlegt, um den wertvollen Rohstoff Holz zu produzieren. Das ist im Übrigen auch ziemlich effizient, darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen. Das war die Intention, dass man das hier angelegt hat. Das war nicht als Autobahn für Bären und Wölfe gedacht, sondern um Großbritannien mit wertvollem Holz zu versorgen, mit dem Großbritannien eben ein Stück weit von fiesen Holzimporten unabhängig sein kann. Das ist eine gute Sache. Nochmal, ne? Man darf die Wirtschaft nicht einfach, also man kann es schon, aber man sollte es meiner Meinung nach nicht, einfach nicht so
tun, als gäbe es keine Wirtschaft auf dem Planeten. Die gibt es. Und daran wird selbst Robert Mark Lehmann bei all seinem Einfluss, den er unbestrittenerweise schon hat, wahrscheinlich nichts ändern können, dass es die Wirtschaft auch weiterhin geben wird. Ne? Mit Aufregen allein ist da wahrscheinlich nicht allzu viel zu tun. Ne? Das ist jetzt ein bisschen Robert-kritisch, aber ja, ist meiner Meinung nach ein Kritikpunkt, den man einfach mal aussprechen muss. Ein wirtschaftliches System ist vorhanden. Durch Ignorieren geht es nicht weg. Mit nur Schützen und damit sämtliche Nutzung aufgeben. Klar kann man das machen. Auf 15% der Erdoberfläche wäre das sicherlich problemlos möglich, wenn man das bezahlen möchte und wenn dann der entsprechende Einsicht dafür vorhanden wäre. Aber viel mehr als besagte 15% wird sehr, sehr schwierig, ne? Weil es gibt halt eben auch noch ein paar Milliarden Menschen, die auch noch von irgendwas leben müssen, mit irgendwas ihre Häuser bauen müssen, irgendwo IKEA-Möbel herkriegen wollen und. Ne? Aber es ist wirklich, wie gesagt, völlig falsch, dass das viel zu viele Bäume sind. Man pflanzt mehr, als man im Endbestand braucht, damit eben die natürliche Selektion, selbst in so einer Plantage rechnet man die natürliche Selektion mit ein, einen biologischen Prozess, ja, dafür sorgen kann, dass eben die schlechten Stämme, die nicht überlebensfähig wären, wenn man da nicht nachhilft, von alleine raussterben und nur die besten Stämme übrig bleiben. Und jetzt ist dieser Wald auch noch nicht besonders alt und der würde sich also schon noch selbst rausdifferenzieren, dass sich wirklich nur die besten Bäume durchsetzen und die anderen fallen dann von alleine auch tatsächlich um. Also selbst wenn man jetzt nichts weiter tut und dieses ganze Projekt sein lässt, fällt ein Großteil des Waldes etwa, nehmen wir mal an, das seien tatsächlich noch 4000 Stämme, sind es nicht. Aber nehmen wir es mal spaßeshalber einfach an, dann würden von denen auch nochmal locker 80-90% wegfallen und selbst in einem unbewirtschafteten Wald passen auf einen Hektar bei diesen dünnen. Ich denke, es sind Kiefern. Ehrlich gesagt ist das super schwer zu erkennen auf dem Bild, aber ich bin mir ziemlich, im Hintergrund sieht man es einigermaßen, wenn man weiter oben am Stamm sehen kann, dass der Stamm leicht rötlich wird. Also gerade da rechts von unserem orangenen Jackenträger. Das deutet schon darauf hin, dass es sich wahrscheinlich um Kiefern handelt. Durch den dicken Flechtenbesatz an den Stämmen ist die Baumbestimmung hier gar nicht so einfach. Ja, da würde sich schon das Ganze nochmal so weit auslichten, dass wir wahrscheinlich auf 350 maximal Stämme pro Hektar dann runterkommen, aber durch natürliche Selektion und eben aus einem Ausgangskollektiv von 40.000 heraus. Also kann man hier wirklich nicht behaupten, dass die zu viele Bäume gepflanzt hätten, dass das irgendwie unnatürlich wäre oder sowas in diese Richtung. Das ist schlicht wirklich falsch. Ist ja auch nicht schlimm, du bist ja auch kein Förster, lieber Robert. Oder Waldökologe oder irgendwas in diese Richtung. Wenn du jetzt Trees ab 1,50 Meter rechnen würdest, ne? Da ist ja viel weniger, aber in diesen Monokulturen, das ist doch ein Kikifax, Alter. Means bei Trees ab 1,50 Meter sind wir dann noch so bei etwa 10.000. Ja? So 8.000, 10.000, sowas um den Dreh. Ja, diese Überbevölkerung führt dazu, dass hier kaum Licht bis wahrscheinlich nach unten dringt. Das wäre eben in der Jungwuchsphase eines natürlich aufwachsenden Waldes unter Umständen auch so. Jetzt müssen wir unterscheiden. Schottland ist zwar jetzt nicht so riesig, aber doch groß genug, um mindestens zwei dominierende Vegetationsformen zu haben. Das ist zum einen ein Eichenmischwald und das ist zum anderen der Scotch Pine Wald. Das ist dann tatsächlich ein Kiefernwald. Letzterer ist relativ licht, ja. Da wäre also immer damit zu rechnen, über die gesamte Wachstumsphase dieses Kiefernwaldes, dass am Boden genug Licht vorhanden ist, dass es eine krautige Vegetation geben kann, dass das Licht also für diesen Zweck einfach ausreicht. Der Eichenmischwald hingegen, der würde sehr dunkel hochwachsen und hätte zwischendrin Phasen, die ähnlich dunkel sind wie das Bild, was wir hier jetzt hier gerade sehen und das rein biologisch. In dem Gebiet, wo die sich befinden, wenn ich das richtig eingeordnet habe, sind sie nicht weit weg von den Cairngorms. Das ist so die wildeste Ecke von Schottland überhaupt. Das ist ein Gebirge und oder ein Gebirgsteil mit wirklich sehr schroffen Landschaften, wo sich Wirtschaft, egal welche, fast nie gelohnt hat und deswegen steht da auch noch ein bisschen urtümlicher Wald rum und urtümliche Gebirgslandschaften, zum Teil auch natürlich waldfreie Gebiete. Ein Großteil von Schottland, der heute waldfrei ist, haben wir ja schon gelernt, wäre eigentlich bewaldet. Die wenigen natürlich waldfreien Ecken finden wir unter anderem in den Cairngorms bzw. im Cairngorm Nationalpark. Hardly any light can get down here to the forest floor. Making it impossible for most creatures to survive. Genau so. This nice squishy green moss is actually the only plant that can live down here. Das ist in der Tat aber richtig, ja.
Alter, und in einem Urwald hast du ja hunderte Pflanzen, verschiedene. Nicht in Schottland. Arten, ne? Trees race upwards in competition for the light. But they grow so fast that up in the canopy, the trunks and branches are incredibly thin, meaning that they can't support birds and squirrels nesting. So those. Das ist aber auch in dieser Phase, der Stangenholzphase des Waldes, auch vollkommen normal. Das Problem ist halt nur, dass durch diese Plantagenwirtschaft fast alle Wälder dauerhaft in der Stangenholzphase gehalten werden. Wir hätten in einem natürlichen System zwar auch genau diese Wälder, nicht ganz genau so, aber sehr, sehr ähnlich, wo das ebenfalls nicht funktioniert, dass da der Vogel nennenswert drin nesten kann. Aber es wäre halt ein Mosaik aus einer Fläche, wo das nicht geht. Und nebendran eine Fläche, die schon älter ist, wo das eben sehr wohl geht. Und dann noch mal ein Stückchen weiter eine Fläche, wo gerade gar kein Wald steht, beziehungsweise die Bäume nur so hoch sind, weil da eben der Sturm alles umgeschmissen hat, beispielsweise. Ja, also, ja. Was ich übrigens cool finde, ist dieser Trick mit die schönen Waldgeräusche, die Sie hören. Lovely foresty sounds you're hearing. We added them in for effect. Ah, geil. Alter, übrigens nochmal so hier, Planet Wild. Ich bin 2 Minuten 25 in eurem Video. Ich find's richtig gut. Schön gemacht, geiler Sound, gut geschnitten, gute Charaktere. Gefällt mir. Müssen wir uns... Ja, ist schon schön gemacht, ne? Vermutlich öfters mal mit dem Kanal beschäftigen, weil bis jetzt finde ich's richtig gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. It's actually dead quiet here. This scenario is not unique to Scotland. Exploiting the land, as we have done in many countries, means that humans have created these so-called green deserts everywhere. The tragic fact is that we've gotten used to this image of nature. So once you realize where you are, walking through this ordered, lifeless place isn't magical at all, but actually pretty creepy. Sieht doch auch scheiße aus wie aus einem Kack-Horrorfilm oder was, ey. Ja, und da muss ich mich jetzt schon wieder einmischen. Das Blöde ist jetzt, dass sie hier ein bisschen durcheinander mischen, den Wald, in dem sie dann später tatsächlich arbeiten werden, und solche Fichtenreihenbestände wie den sie hier jetzt gerade zeigen. Das sind also zwei Paar Schuhe. Denn in so einem Fichtenreihenbestand, wenn man hier das machen würde, was sie dann später im Kiefernwald machen, sprich die Bäume umreißen, wir wissen es ja schon, es wurde ja am Anfang des Videos mal kurz eine Beispielszene gezeigt, wo man das ja schon gesehen hat, deswegen spoilere ich hier ja nichts, dann würde man in so einem Wald mit 90%iger Sicherheit schlicht und ergreifend einfach wieder einen Fichtenwald bekommen. Der ist dann ein bisschen weniger strukturiert als das, was wir hier sehen. Aber es ist wieder genau so ein Fichtenwald, weil die Fichte darauf spezialisiert sich, sie ist sich genau aus so einer simulierten oder echten Sturmwurfsituation heraus massiv zu vermehren. Die kann wunderbar auf den Überresten ihrer Eltern sozusagen heranwachsen, nutzt dann auch die Nährstoffe, die da teilweise noch im zermodernden Holz gegeben sind, nutzt das zermodernde Holz als Schwamm für die Wurzel, um eben reichlich Wasser daraus ziehen zu können, und wächst problemlos in so einer Landschaft wieder hoch, wenn man diesen Wald jetzt entweder umreißt, umschneidet, ist egal, macht kaum einen Unterschied. Da kriegt man mit Sicherheit, nicht ganz, aber fast, wieder einen 100%igen Fichtenwald einfach wieder zurück. Ne? Deswegen ist wichtig, und das kommt mir hier viel zu kurz, dass die Methode, die sie gleich anwenden werden, in einem Kiefernwald, kann man machen, in einem Fichtenwald wäre es völlig rausgeschmissenes Geld und total nutzlos und meiner Meinung nach eher kontraproduktiv. Den Wald dann einfach wirklich im nächsten Sturm natürlich zusammenbrechen zu lassen, kostet nichts und führt dann halt eben 20, 30 Jahre später dazu maximal, dass der Wald dann umgefallen ist und der nächste Fichtenwald hochkommt. Warum soll man also früher die Generationswechsel im Fichtenwald herbeiführen? Die nächste Generation ist vielleicht ein bisschen besser angepasst, als das bei der aktuellen der Fall ist. Außerdem muss man dazu sagen, dass es in Schottland auch keinen Grund gibt, auf Fichtenwald 100%ig zu verzichten, außer dass man aus Naturschutzgründen lieber die Eichenmischwälder zurückhaben möchte. Die Fichte kann in Schottland schon noch wachsen. Bis in absehbare Zukunft gibt es da wahrscheinlich keinen Grund, davon auszugehen, dass man keine Fichte. Das ist übrigens eine Mischung aus meistens heimischer Fichte, also Picea abies und der Sitka-Fichte, Picea sitchensis, die beide in Schottland ziemlich intensiv angebaut wird. Ne?
Die normale europäische Fichte wäre in Schottland in Teilen sicher auch natürlich vorgekommen. Daher ist es jetzt auch nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, da Fichte hinzupflanzen. Es ist aber auf keinen Fall die flächenmäßig natürliche Baumart. Gut, aber das nochmal angemerkt. Ne? Diese Bilder können wirklich irreführend sein. In so einem Wald wäre diese Baumumreißaktion wirklich völlig rausgeschmissenes Geld. Und da würde ich sofort sagen, was soll die Scheiße? Ja, im Kiefernwald sieht es anders aus, aber kommen wir noch dazu. And for the sake of all of the creatures that have been pushed out of their natural habitats, it's clear that something drastic needs to be done. And this is where something quite unique is happening in Scotland. And it has the power to transform this ghost town of a forest back into this. In the Abernethy Reserve, they also have one of the few remaining pieces of ancient Caledonian pine forest. Only 1% of this precious habitat is still standing, and here I'm meeting Fraser. Fraser is a warden at the UK's largest land regeneration project, and we're going. Ferikonzentrat, unsere starke Fettlöseformel. Mit dreimal weniger Schrubben als mit nicht konzentrierten Handelsmarken. Ganz ohne heißes Wasser. Ferikonzentrat, effektiv gegen 100% Fett. Komm schon, Junge, auf geht's, los! Ja, gut so. Head and Shoulders, ich wusste gar nicht, dass du Schuppen hast. Hab ich halt nicht. Das neue verbesserte Head and Shoulders entfernt Schuppen und beugt vor, dass sie wiederkommen. Wer hat, hat keine Schuppen. Head and Shoulders für bis zu 100% Schuppenschutz. And we're going for a walk back in time to find out what a forest really looks like. Forest, I guess, is better for nature just because it's so much more diverse. Ich liebe den schottischen Dialekt. Ich war auch schon ein paar Mal in Schottland. Ich liebe das Land. Finde ich wirklich richtig gut. Ich war dort auf der Suche nach Riesenhaien. Ich habe dort einige Expeditionen früher gemacht, leider auch Tiere gefangen. Aber sehr, sehr geiles Land, sehr, sehr geile Leute und diese Roughness der Wälder, der Küsten, ey, ich bin ein großer Schottland-Fan und ich bin auch Fan dieses Videos, gefällt mir richtig gut, ich verdecke den, finde ich richtig geil, tolle Qualität und wir werden uns mal mit Planet Wild beschäftigen, aber irgendwie kommt mir das so vor, als ob ihr Deutsche seid, die Englisch sprechen und warum, ey, Planet Wild, ich hatte mit denen noch nichts zu tun. We've got so many more different species. Like here we've got a juniper and we've got birch trees. We've got different age classes of tree. Essentially, it's chaos. Birds and young mammals exploring the canopy of old growth trees. An understory rich in shrubs, flowering plants and young growing trees and a forest floor. Rackelhahn! Nein, ist natürlich ein Auerhahn. Aber ey, das ist für viele, das könnt ihr aber im Garten ja selber vielleicht sehen, ne? Manchmal ist so eine Störung im Ökosystem, das heißt etwas abcutten, ob das jetzt die alten Gräser sind oder die alten Pflanzen aus dem Vorjahr oder das Bäume beschneiden, eines Obstbaums zum Beispiel, sorgt für so viel mehr neues Leben oder dass auf einmal Licht auf eine Fläche fällt, die vorher abgedunkelt war. Das heißt etwas cutten, um neues Leben entstehen zu lassen, ja, macht bei solchen Monokulturen auf jeden Fall Sinn, sonst werden sie immer beschissene Monokulturen bleiben. Es auf jeden Fall klingt ja total absurd. Wir mähen einen ganzen Wald nieder, um die Erde zu retten. Aber so ist es ja. Eigentlich geil, ey. Acts as a base layer feeding the entire ecosystem. Cool. It's down here that you might occasionally hear a very special sound. The Kappa. Hab ich auch noch nie gesehen, ey. So, so geil. Auerhahn. Irgendwann ziehe ich mir, irgendwann bin ich auch mal in einer Region, wo es Auerhähne gibt und dann filme ich euch auch den Rackelhahn, den filme ich euch weg, Alter. So Bock drauf, dieses Tier mal zu sehen, das muss so geil sein. Also known as the cock of the woods, this curious creature. The cock of the woods, das ist doch eigentlich Fritz Meinecke, oder was? Iconic mating behavior is so rare that forest wanderers are warned not to go looking for them, because they're. In dieser Situation hat jetzt der Radfahrer dahingehend das Problem, dass er keine Jacke dabei hat. Ich habe mich nämlich mal mit Fritz angefreundet. Fritz ist ein prominenter Auerhahn. Also ich meine jetzt nicht Fritz Meinecke, sondern Fritz, der prominente Auerhahn, der lebt inzwischen auch nicht mehr. Oder war es Hans? Es gab beide, Fritz und Hans, die bei uns im Nordschwarzwald ihr Unwesen getrieben haben und eben derart waldstoll gewesen sind. Deswegen ist The Cock of the Woods dahingehend relativ nachvollziehbar, weil diese Tiere einen unglaublichen Testosteronpegel erreichen und sich einfach völlig wahnsinnig
ihrem Balzverhalten widmen. Wahnsinnig ist da wirklich das korrekte Wort. Die drehen total am Rad und greifen alles an, sei es ein anderer Hahn, das ist ja biologisch so vorgesehen. Es kann aber auch hier eine Radfahrerin, bin mir nicht sicher, oder ein Fahrrad, ein Auto, ein, keine Ahnung was, Motorradfahrer, was weiß ich, was da unterwegs ist in ihrem Balzrevier, in der Nähe ihres Balzplatz, wird angegriffen. So, und da der Hahn jetzt in diesem Zustand zumindest nicht gerade der hellste ist, reicht es völlig aus, den Angriff des Hahns abzuwehren, indem man sich eine Jacke vor die Knie hält. Der Hahn hackt dann fröhlich auf der Jacke rum. Man kann die tollste Tieraufnahme seines Lebens machen, indem man den Hahn, leider habe ich die nicht mehr, weil das Handy dann irgendwann kaputt war und ich keine Ahnung hatte, wie man Dateien da überträgt, und es ist traurig, aber da gab es auch noch kein internetfähiges Handy, aber eine Kamera hatte es schon, und ja, aber da gibt es dann tolle Szenen, wo man prima dieses Tier fotografieren, filmen, was auch immer kann, während es auf der Jacke fröhlich rumhackt. Man hat die eigenen Knie geschützt, das tut nämlich schon weh, wenn der einem tatsächlich ins Fleisch hackt, das gibt sicher blutende Verletzungen, mit Sicherheit, ne? Sie ist auch nicht unbedingt lebensgefährlich, aber tut schon bestimmt mit Sicherheit ziemlich weh. Die haben einen recht massiven Schnabel. Ja, das ist schon Aua. Und durch diese Jackentechnik, also nicht die Jacke direkt aufs Knie legen, sondern so, dass er eben quasi gegen den Stoff schlägt, und hinter dem Stoff ist halt einfach nichts. Und der Hahn hat das Gefühl, er würde dich gerade fertig machen, beziehungsweise macht dich alle, und fühlt sich dadurch noch männlicher, als er sich sowieso schon fühlt mit seinem Testosteron-Level. Und der Hahn ist glücklich und zufrieden, und wie gesagt, man kann seine Aufnahmen machen. Das so als kleiner Tipp. Das ist vielleicht eins der wenigen Tiere, die ich persönlich gut kenne aus eigener Erfahrung und in freier Wildbahn sehr gut erleben durfte, die ich dem Robert voraus habe. Das sind sicher nicht viele Tiere, wo das zutrifft. Aber der Auerhahn ist dann offensichtlich eins davon. Ne? Und drum sollte man im Auerhahngebiet, wenn der gerade Balz hat, immer eine Jacke, eine Decke, ein Tuch, irgend sowas in der Richtung dabei haben. Was sie aber mit Sicherheit auch funktionieren würde, wäre sich auf der anderen Seite des Fahrrads zu verstecken, sodass der Hahn ein bisschen auf dem Fahrradlack rumklopfen kann, mit seinem Schnabel möglicherweise auf dem Reifen ein bisschen, den kriegt er nicht kaputt, mit dem Schnabel rumklopfen kann, und ja, dann hat man auch schöne Möglichkeiten, tolle Aufnahmen vom Hahn zu machen, wie er da gerade am Randalieren ist. Eine schöne Geschichte, die ich immer gerne erzähle: Es gab da eben damals, als ich im Schwarzwald war, auch den Fall, dass zu einer Jagdhütte im Hochschwarzwald, also oben auf dem Berg in Anführungszeichen, ein paar Touristen, die da einfach nur gemütliche Zeit machen wollten, ich glaube nicht, dass das Jäger waren, angereist sind mit einem normalen PKW, und dummerweise war der Auerhahn gerade vor Ort, und der hat wirklich erfolgreich verhindert, dass die aus dem Auto ausgestiegen sind. Wann immer die eine Tür aufgemacht haben, kam der Hahn an und ist da auf die Tür, hat auf der Tür eingehackt, sodass sie die Tür wieder zugemacht haben. Ich hoffe, das hat nicht allzu große Lackschäden verursacht, wobei wird nein, das wünscht man niemandem. Ne? Die wollten dem Hahn ja auch nichts tun. Sie haben sich auch vor dem Hahn offensichtlich ein wenig gefürchtet, ist vielleicht das falsche Wort, aber sie hatten großen Respekt. Und mit dem Endeffekt, dass sie wieder nach Hause fahren mussten oder wohin auch immer, das weiß ich nicht, aber sie sind auf jeden Fall weggefahren, weil sie es nicht geschafft haben, aus dem Auto auszusteigen, weil Fritz oder Hans, wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, es war sein Revier erfolgreich vor einem PKW mit Touristen verteidigt hat. Ja, das an dieser Stelle. A few pockets of forest left. In Scotland, their numbers have fallen by an astonishing 97% in the last... Gibt's eigentlich auch mal irgendeine Tierart, die nicht bei 97% Population Loss betroffen ist? Ist doch zum Kotzen. Das ist... Ja, das Reh zum Beispiel. Oder wieder gut erholt hat sich tatsächlich zum Beispiel der Storch oder der Rotmilan, trotz Windkraftanlagen, im Übrigen nimmt der im Bestand massiv zu. Oder das Wildschwein, ne? Da kann man nun auch wirklich nicht behaupten, das hat eher um 97% zugenommen, wahrscheinlich eher um 197% in den letzten 50 Jahren, sowas in die Richtung. Also klar, die Tiere gibt es schon, auch der Fuchs ist nicht gerade bedroht, der hat sich auch wunderbar regeneriert. Der Wolf, ne? In komplett Europa haben wir beim Wolf auch eine enorme Zunahmerate im Vergleich zu vor 50 Jahren. Also gibt schon Beispiele. Ja, aber tatsächlich ist der Auerhahn ein wunderbares Exemplar von gerade in Europa am Wegsterben Tier. Es gibt jede Menge sehr teure, vor allen Dingen Schutzmaßnahmen, unter anderem eben auch die im Nordschwarzwald, von der ich meine Auerhahnkenntnis zehren kann. Seit ich den gesehen habe,
Der ist ja dann gestorben. Ja, der war leider kein Einzelfall. Ist der Bestand auch da massiv zurückgegangen? Und diese 97% Extinction Rate, das ist super realistisch. Ne? Also das betrachten wir in wirklich ganz vielen Gebieten, wo man teilweise auch versucht hat, durch Auswilderung den Auerhahn zu halten, wo man wirklich enorm viel Geld ausgibt. Es ist in den Bayerischen Alpen, zumindest als ich studiert habe, möglich gewesen, mit der Begründung, man würde hier eine Vorstraße bauen, damit auch der Auerhahn eine Fläche hat, wo er hin und her laufen kann. Selbst in Gebieten, wo es sonst sehr schwierig wäre, eine Baugenehmigung von der Vorstraße zu bekommen, diese Straße eben doch zu genehmigt zu kriegen als Auerhahn-Hilfsmaßnahme. Warum? Was will der Auerhahn mit einer Straße anfangen? Naja, das ist ein großer Vogel. Wenn der komplett durchgeweicht ist, dann, und der hat kein wasserdichtes Gefieder, dann wird dem schnell kalt und der kühlt auch flott aus. Und als so ein großer Vogel hat er auch viel Fläche, über die er Energie verlieren kann, wenn er einmal nass ist, und dann muss er möglichst schnell wieder trocken werden nach dem Regenguss, und beziehungsweise solange er noch nicht trocken ist, teilweise auch einfach hin und her laufen, um nicht auszukühlen. Wie wenn wir uns kalt ist, müssen wir auch ein bisschen hin und her laufen oder könnten es zumindest tun, wenn wir nicht zu faul dazu wären, und würden uns dann entsprechend wieder aufwärmen. Dieses Prinzip, dass die Verwendung von Muskulatur Wärme erzeugt, funktioniert auch beim Vogel, das ist ja auch ein gleichwarmer Organismus, der immer dieselbe Körpertemperatur aufrechterhalten muss. Und das macht er so, indem er in irgendwelchen Waldschneisen, natürliche Waldschneisen oder schlicht und ergreifend Straßen, Wanderwege etc. Deswegen kann man ihn in der Balz auch ganz gut beobachten, weil ihm diese Orte nicht vertraut sind und er da gerne auch eben balzt an solchen Orten. Da rennt er einfach bekloppt die Straße hin und her, mit den Flügeln so ein bisschen abgespreizt, sieht lustig aus, um zu trocknen. Der rennt sich trocken sozusagen, erzeugt Fahrtwind, um schneller zu trocknen. Das wird gleich nochmal wichtig. Irgendwie bei fast allen Tieren hört man immer 97% Rückgang in den letzten 20 Jahren. Es ist einfach ätzend. Yes. Guck mal, und Waldschutz ist dann auch immer Tierschutz, ne? Nee. Das ist definitiv nicht so. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen wollen, dass wir in Schottland insbesondere Arten schützen wollen, die Offenlandtiere sind, ne, die also die neue Highland-Landschaft, die vergleichsweise neue, die gibt es ja schon seit Jahrhunderten, klar, aber die sich an diese Landschaft angepasst haben, die gibt es ja auch. Zum Beispiel eben die ganzen Raufußhühner, und tatsächlich ist auch der Auerhahn eher zu den Tieren zu zählen, die davon profitieren, dass das alles nicht mehr eine undurchdringliche Waldlandschaft ist. Alle Tiere, die Offenlandlandschaften benötigen, profitieren da eben überhaupt nicht davon, wenn man den Wald schützt, beziehungsweise eine Wiederbewaldung einer seit Jahrhunderten entwaldeten Landschaft herbeiführt. Das ist ja ein völliger Wechsel in der Realität. Zwar mag der Mensch dran schuld sein, dass Schottland entwaldet ist, aber Schottland ist schon so lange entwaldet, dass in Schottland fast nichts mehr lebt, was mit dieser entwaldeten Situation nicht inzwischen vertraut ist und darauf evolutionär angepasst ist, schlicht und ergreifend. Ne? Also es ist wirklich schon so viele Jahrhunderte, dass man auch mit dieser Argumentation quasi erklären kann, dass Schottland wieder zu bewalden, also vollständig, zu einem riesigen Artenverlust erstmal führen würde, sämtliche ans Offenland angepassten Arten. Ne? Habe ich es 13 Mal gesagt. Egal. Ja, das wäre ein wesentlicher Punkt. They were estimated at only 542 individuals. Nur noch 542. Ich kenne noch eine andere Vogelart, von der es nur noch ungefähr 500 gibt. Und die Mission. Ja, das ist jetzt hier der kleine Werbeblock vom Robert. Ist ja völlig in Ordnung. 542 in Schottland ist noch vergleichsweise viel. Wir haben in Deutschland. Das musste ich nachlesen. Was ich noch wusste, war, dass wir momentan im Schwarzwald weniger als 50 haben. Es sind wohl irgendwie 23 Exemplare, also Hähne. Man zählt entweder die Hennen oder die Hähne. Es kommt ungefähr immer auf ein Geschlechtergleichverhältnis drauf hinaus, meistens. Dass wenn du 23 Hähne hast, dann hast du wahrscheinlich nochmal 23 Hennen. Und ja, dann kann man hoffen, dass es noch ein paar Küken gibt. Das ist für Deutschland tatsächlich sogar eine vergleichsweise stabile Population. Es gibt noch ein paar in deutschen Randgebieten sozusagen, sprich Bayerische Alpen, sprich ist Grenze zu Österreich, weil tatsächlich ist Österreich in Europa, also zumindest im zentralen Europa, jetzt mal die Randgebiete, Skandinavien oder sowas, außen vor gelassen, da wird sich auch noch ein paar geben, ist Österreich das Land mit der höchsten Auerwilddichte.
irgendwas so um die 5.000, 6.000, glaube ich, irgend sowas um den Dreh, hat Österreich. Das ist beachtlich, da Österreich jetzt auch nicht so riesengroß ist. Das ist eine gute Nachricht. Das scheint auch einigermaßen stabil zu sein und halbwegs rettungsfähig, sage ich jetzt mal. Muss man abwarten, aber ja, die schottische Population mag gut sein, dass die ausstirbt. Eine englische Population gibt es meines Wissens nicht. In Deutschland haben wir angeblich noch sowas, wie gesagt, um die 500 Tiere. Frankreich hat so ein bisschen was über 1.000, glaube ich. Ja, also das so mal ganz, ganz grob. Kann man sagen, dass das Auerwild in Europa zwar durchaus noch vorhanden ist, aber es ist ein klarer Arealrückgang festzustellen. Soll heißen, die Fläche, auf der es Auerwald gibt, nimmt immer mehr ab. Aber dazu hat der andere Ben auch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Haben. Die Alpenpopulation geht auch immer weiter zurück. Wir haben eigentlich in Europa nur rückläufige Populationen vom Auerhahn. Ausnahme, Skandinavien. Und wenn man dann ein Stück weit weiter Richtung Kontinentaleuropa geht, also dann in Richtung Russland, Ukraine, da geht es dann langsam wieder mit den Lebensbedingungen vom Auerhahn und weltweit ist er tatsächlich nicht bedroht. Also es gibt weltweit noch genügend Auerhahnvorkommen, die zum Teil auch nicht so aussehen, als würde da demnächst irgendwie das Risiko eingegangen, dass die Population da ausstirbt. Es könnte aber durchaus, und das wird wahrscheinlich auch passieren, das kann mir nicht vorstellen, dass wir das schaffen, den Auerhahn da insoweit in Europa zu erhalten, dass er eben in Europa ausstirbt. Jetzt kann man das als furchtbar schlimm ansehen oder man kann es aus einer ökologischen Sicht einfach als Arealschwankungen auslegen. Also auf der Landkarte es gibt Weltkarten, die sind zum Teil grün hinterlegt und dieses grüne Feld ist dann das Areal der Art so und so, zum Beispiel eben Auerhahn. Ja? Und dass diese grüne Fläche, die Verbreitung einer Art auf der Welt, auf der Erde, schwankt im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte oder auch nur innerhalb eines Jahres, ist völlig normal, so wie sich auch eben das Klima ja schon immer geändert hat, wie ja auch immer die ollen Klimaskeptiker anmerken, das ist richtig, aber noch nie so schnell, das ist dann der Punkt, der uns Sorgen bereiten sollte, ne? Aber damit einhergehend war auch immer jede Art, die es auf dem Planeten gibt, gewissen Arealschwankungen unterlegen. Und im Regelfall, auch bei Tieren, die sich bewegen können, bedeutet Arealschwankungen, dass die im Rand ihres Areals, also nicht hier in der Mitte, sondern am Rand wegsterben, bis sie in die Mitte sozusagen zurückgestorben sind, um sich dann wieder selbstständig auszubreiten. Aber der Rückgang erfolgt nicht so, dass die sich alle zurück in die Mitte bewegen und da dann auf einem Haufen hocken, sondern der Rückgang erfolgt durch Wegsterben am Rand des Areals. So, und da Europa, da es der Rand vom eurasischen Kontinent ist, automatisch der Rand einer Population, einer ziemlich eurasisch ursprünglich mal zumindest in Teilen vorgekommenen Art sein muss, ist es ein Wegsterben am Rand von Europa. Schottland ist der Rand von Europa. Kann man sich jetzt streiten, inwiefern das jetzt nicht vielleicht sogar ein natürliches Wegsterben ist. Ich sage absichtlich Wegsterben, nicht Aussterben, weil ein Aussterben würde bedeuten, die Tierart gibt es nicht mehr. Es ist also allenfalls ein lokales Aussterben und ein lokales Aussterben ist kein Aussterben sozusagen. Ja, wenn sie nur lokal wegstirbt, kann sie auf natürlichem Wege lokal auch wiederkommen, wenn sich die Lebensbedingungen fürs Auerwild, den Auerhahn, die Auerhenne wieder verbessern sollten. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den man aus einer ökologischen Sicht. Der Robert ist ja streng genommen nicht Ökologe. Der Robert ist ja Biologe, eben mit Spezialisierung meines Wissens auf Meeressäuger und Fische. Weiß ich nicht, ob du beides super toll drauf hast. Ich will ja gar nicht die Qualifikation von Robert in Zweifel ziehen. Überhaupt nicht. Ne? Als Meeresbiologe macht er mir einen super seriösen, kompetenten Eindruck. Ja, keine Ahnung, inwiefern da solche Arealschwankungen untersucht werden bei der Meeresökologie und wie viel Robert mit Ökologie, also dem Zusammenleben von Tieren in ihrer Umwelt, terrestrischer in diesem Fall, ne, also an Land, wie weit er da qualifiziert ist. Aber das sind so ganz wesentliche Punkte in der Populationsdynamik, die man auch als Naturschützer vielleicht schon mal gehört haben sollte, meiner Meinung nach. Hoffentlich in die Erde zurückbringt oder auf die Erde. Demnächst mehr dazu. Soll ich euch ein kurzes Bild davon zeigen? Mehr kann ich euch nicht zeigen.
scientist team have an action plan that Alter, ADHS kickt hart. Back the capercaillie as well as countless other animals by transforming Scotland's green deserts into the lively biodiverse ecosystems they used to be. But for gerade beim Auerhahn muss man jetzt an diesem Punkt aber aufpassen, wenn man den zurückbringen will, der braucht eben nicht einen funktionierenden, wiederbewaldeten Schottlandwald, sondern der braucht eben eine Offenland-Mischlandschaft, eine Heidelandschaft mit einzelnen Bäumen. Maximal Deckungsgrad, wie es der Auerhahn sich aussuchen würde, das weiß man inzwischen aus wirklich vielen Habitaten, wo man den Auerhahn untersucht hat, wo man den Auerhahn gefolgt ist. Das war eine hervorragende Bachelorarbeit von einem, ja, Kumpel ist vielleicht zu viel gesagt, aber kurz vor Kumpel, der zusammen mit mir, als ich auch meine Auerhahn-Erfahrungen gemacht habe, im Schwarzwald gearbeitet hat. Und der hat eben darüber seine Bachelorarbeit geschrieben, wo sich der Hahn eigentlich so rumtreibt. In einem natürlichen Auerhahn-Habitat, wo er zumindest bis heute nicht ausgestorben ist, seit der letzten Eiszeit noch. Aber da kam wirklich raus, und das ist was, was sich auch aus anderen Auerhahn-Habitaten bestätigen lässt, und das wird in Schottland nicht groß anders sein, dass der Auerhahn Bäume eigentlich nur dafür braucht, dass er sie als Schlafbaum nutzt. Das heißt, der fliegt nachts einmal auf den Baum, dann hockt er da oben drauf, kann da in Ruhe pennen, weil ihn da keiner kriegt. Also kein Wolf zum Beispiel, kein Luchs, kein, allenfalls vielleicht noch der Uhu, aber viel mehr Tiere fallen mir da gar nicht ein, die im Auerhahn gefährlich werden könnten. Den Küken sowieso jeder, ne? Die sind ja winzig, aber dem ausgewachsenen Tier muss man das erstmal hinkriegen. Wie auch immer, jedenfalls da oben ist er in Sicherheit und am nächsten Morgen kommt er da wieder runter. So, jetzt ist das Problem, dass der Auerhahn ein schwerer Vogel ist. Der ist noch flugfähig, aber eben so gerade so noch. Ja, Fliegen strengt den furchtbar an und verbraucht enorm viel Kalorien, wenn er rumfliegen möchte. Und das bedeutet, dass der, wenn er häufig fliegen muss, muss er auch viel fressen. Wenn er das nicht kann, weil es nicht genug Futter gibt, dann verhungert er schlicht. Und Hauptnahrung des Auerhahns ist die Blaubeere, beziehungsweise Krähenbeere oder andere Beeren, die in der Heide, wenn man das mal grob zusammenfasst, wachsen. Das ist mit Abstand die absolut wichtigste Nahrung. Für den Jungvogel, für die Küken noch Insekten. Damit es Insekten im großen Stil geben kann, muss der Waldboden schön warm sein. Und dafür muss der Waldboden eben nicht zwingend ein Waldboden sein, sondern eher so eine Heidelandschaft mit nur vereinzelt Bäumen. Insbesondere da, wenn die Küken da sind, die Henne auch gar nicht auf dem Baum übernachten kann, weil sie auf ihre Küken aufpassen muss. Die kommen ja nicht auf den Baum. Die können ja noch nicht fliegen. So, soll heißen, das perfekte Auerhahn-Habitat ist auch nicht ein schottischer natürlicher Wald, sondern wirklich, der Auerhahn hat sich in Schottland ausgebreitet, nachdem wir Menschen angefangen haben, den Wald zurückzudrängen. Das gleiche gilt auch für den Rest von Zentraleuropa. Der Auerhahn ist in gewisser Weise ein am Rand der Kulturlandschaft lebender Kulturfolger, wenn man so möchte. Also mit Wildnis zurückbringen, natürliche Sukzession und Wiederbewaldung von Europa, wird der Auerhahn mit Sicherheit in Gesamteuropa auch zurücksterben, bis auf die paar wenigen Orte, wo eben natürlich vorkommende, nur sehr wenig Bäume habende Heide-, Moorlandschaften und Ähnliches anzutreffen sind. Das heißt, in Schottland schon große Teile des Landes, aber man erhöht die potenzielle Auerhahnfläche nicht, überhaupt nicht, damit, wenn man da mehr Wälder anlegt, ne? Hier und da eine einzelne Kiefer pflanzen, wäre da zum Beispiel erheblich effizienter, wenn man einfach nur dem Auerhahn was Gutes tun möchte. Weil die Heidelandschaft, die der Auerhahn braucht, die gibt es in Schottland ja schon. Dass er trotzdem Schwierigkeiten hat, hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, wird mit Sicherheit Störungen durch Touristen sein. Das ist ein sehr störungsgefährdetes Tier, weil wenn er flüchten muss, fliegt er. Wenn er fliegen muss, braucht er viele Kalorien, dann verhungert er wieder, etc. pp. Also das ist eine hochkomplexe Angelegenheit, aber einfach mehr Wälder anlegen oder Wälder sich selbst überlassen, hilft in den meisten Fällen dem Auerhahn, wenn überhaupt nur ein bisschen, bis hin zu gar nicht, bis hin zu ist kontraproduktiv. Ja? Plan to work, one unexpected ingredient is absolutely essential. Bam, Kettensäge! Death. What we need here is some disorder. We need to shake it up. We need a big storm to come through and create some chaos. Gut. But these monoculture plantations would stay like this for hundreds of years. So in order to disrupt... Nee, also bestimmt nicht hundreds, schon gar nicht plural. 100 allenfalls. Höchstens, maximal. Die sind nämlich viel zu instabil, als dass die beim schottischen Wetter
erwartungsgemäß lange leben könnten. Die Bäume werden ja noch ein bisschen höher, so dünn wie die jetzt sind, ist da bestimmt noch 5 bis 7 Meter Oberhöhe noch drin, bilden dann, wenn sie dann ein bisschen weiter separiert werden, nicht mehr ganz so dicht beieinander stehen, größere Kronen aus, müssen sie, um ihre Photosynthese bringen zu können. Die Photosyntheseleistung, die für eine größere Pflanze vorhanden ist, je größer die Pflanze, desto größer muss die Krone sein, damit sie eben sich selbst überhaupt noch versorgen kann mit Photosyntheseprodukten. Und je größer die Krone ist, insbesondere bei einem Nadelbaum, desto höher ist die Windwurfanfälligkeit. Insbesondere in Schottland, wo der Boden fast immer moorig, sumpfig, sowas in die Richtung ist und die Möglichkeit, sich im Boden wirklich massiv zu verankern, für die meisten, insbesondere Nadelbäume, die eher eine flache Wurzel ausbilden, Ausnahme ist die Kiefer, nicht gegeben ist. Ja? Und Kiefer ein Stück weit Ausnahme. Auch da, die fällt auch relativ schnell dann mal irgendwann mal um, wenn sie dann groß genug geworden ist und ein ordentlicher Sturm daherkommt. Da Extremwetterereignisse wie große Stürme in den nächsten Jahren mit 100%iger Wahrscheinlichkeit unbedingt zunehmen werden, das zweifelt gar niemand mehr dran, ist die Chance, dass dieser Wald hier, so instabil wie der dann bald sein wird, noch hunderte Jahre steht, nahezu nicht existent. Das ist also, das ist Werbung an dieser Stelle. Auf keinen Fall wissenschaftlich belegbar, dass das passieren würde. Allenfalls wirklich absolutes Maximum, das halte ich für hochgradig unwahrscheinlich, aber es ist theoretisch zumindest noch denkbar, dass der noch 100 Jahre steht. Viel wahrscheinlicher ist irgendwas zwischen 30 und 50 und beim relativ geringen, also schon noch okayen, aber doch noch eher geringen Wachstum im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland oder gar zu den Tropen ist es lächerlich gering, aber bei dem eher geringen Wachstum in Schottland dauert es natürlich auch ein bisschen länger, bis der Wald dann in die sensible Phase für Sturm eben hineingerät, und aber dann würde der auch von alleine umfallen. Soll heißen, die Bäume umzureißen und einen Sturm zu simulieren, wie das jetzt gleich kommen wird, setzt den Zeitpunkt, in dem der Wald auch von alleine umgefallen wäre, in der Zeit nach vorne. Das ist prinzipiell nicht schlecht und das kann man schon machen, aber wir erlangen dadurch lediglich einen Zeitvorteil von realistisch betrachtet 30 bis 50 Jahren, vielleicht 70, und wenn es ganz, ganz krass gut läuft für den Herrn in Orange und sein Team, dann 100 Jahre. Ja, für eine Gesamtwaldentwicklung ist das immer noch eine eher kurze Zeitperiode. Und ja, aber das ist der Nutzen. Ja, wir haben eine natürliche Wiederbewaldung, die zu einem natürlicheren Wald führt. Ein paar Jahrzehnte früher, als wir sie gratis bekommen hätten. Und dafür, dass wir sie jetzt schon haben wollen, müssen wir halt dieses Projekt bezahlen, beziehungsweise haben die Planet Wild Bäcker, nennt man das, glaube ich, das eben ein paar Jahre früher herbeigeführt. Da kann man sein Geld schon für ausgeben. Man kann es auch für was anderes ausgeben. Das will ich jetzt niemandem vorschreiben, wenn man es übrig hat. Ne? Ist besser dafür was gezahlt, als, keine Ahnung, Heizöl gekauft, was weiß ich. Wobei Heizöl für die Leute, die eine Ölheizung halt noch zwingend haben, ist bei uns hier im Haus leider auch so. Ist ja Heizöl, hat schon eine gewisse Berechtigung. Aber gut, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Unnatural, organized human structure. We need to give nature a bit of a push. Boah, stellt euch mal vor, du bist Umweltschützer und hackst dafür Bäume um. Fühlt sich komisch an, aber wir lernen ja, ist in dem Fall echt geil. Gibt es in fast jedem deutschen Nationalpark, also auch wieder nicht im Wasser, aber an Land fast überall, dass es kleine Teilbereiche gibt, wo man eine historische Kulturlandschaft retten möchte oder alternativ Wiedervernässung von Mooren und solche Späße. Das erfordert, wenn man da in dieser Hinsicht naturschützerisch aktiv ist, was definitiv Naturschutz ist, das muss man auf jeden Fall so nennen, erfordert fast immer, dass man da mal Bäume zurücknimmt. Dass man zum Beispiel irgendwelche Heideflächen freischneidet, die sich sonst wieder bewalden würden, dass man Bergkahlflächen freischneidet, die sich sonst wieder bewalden würden. Angenommen in den Alpen, irgendeine Alm wird aufgegeben, dann müsste man da, die einfach nicht mehr zu bewirtschaften ist, dann müsste man da trotzdem mindestens einmal im Jahr einen Haufen Freiwillige hochschicken, und das passiert auch, das macht unter anderem das Bergwaldprojekt, das in Österreich, in der Schweiz und auch das Deutsche, gibt es in allen drei Ländern meines Wissens ein Bergwaldprojekt, die genau das machen, die dann eben solche Landschaften eben auch von Gehölzen freischneiden und Bäume fällen, damit eben die
artenreichere Wiesenvegetation, Graslandvegetation dadurch eben erhalten bleibt, die zwar ursprünglich künstlich ist, beziehungsweise durch die Tätigkeit des Menschen herbeigeführt wurde, aber auch schon seit so vielen Jahrhunderten vorhanden ist, dass sie enormen individuellen Artenreichtum ausgebildet hat. Das gibt es also, ich würde behaupten, fast jedem Nationalpark, mal im größeren, mal im kleineren Umfang in Deutschland und auch international ist das durchaus gang und gäbe, dass man Steppenlandschaften, die künstlich, kulturell bedingt entstanden sind und eben oft eine gigantische Biodiversität haben, mit ganz anderen Arten, als man sie im Wald jeweils bekommen würde, eben künstlich freischneiden muss, also gegen die Bäume vorgehen. Und das sehen die Leute, die das machen, immer als Naturschutz. Ich hatte auch mal das Vergnügen, eine Heidefläche von Baumbewuchs zu befreien. Macht dann sogar Spaß, da kann man also quasi seiner Zerstörungswut nachgehen, Bäume fällen, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen sozusagen. Und die bleiben dann einfach am Rand der Fläche liegen, verrotten natürlich und düngen den Boden. Und du kannst noch zur Feier des Tages ein schönes Feuerchen machen und ein paar Möbel. Cool. Oh. In case you're wondering who we are, Planet Wild is a growing community which anyone can join to help. Was der Robert gerade gesagt hat mit etwas Verzögerung. Nee, kannst du nicht, weil das Ganze soll ja liegen bleiben. Ja? Also das weiß ich nicht, ob er das zu diesem Zeitpunkt schon weiß. Ich habe das Video schon vorher mal gesehen, bevor ich jetzt hier meinen Senf dazugebe. Aber nee, die bleiben alle liegen, die Bäume. Die Maßnahme ist also wirklich nur dafür da, dass die natürliche Sukzession, also die natürliche Wiederbewaldung, nachdem der Wald umgefallen ist, früher einsetzt. Da wird nichts genutzt, das bleibt einfach liegen. Es ist übrigens auch keine Maßnahme zur CO2-Speicherung, im Gegenteil, weil die ganzen Bäume, die da jetzt nur noch tot rumliegen oder bald tot sein werden, die sind ja nicht im Moment der Fällung tot, aber sterben dann ab, die werden verrotten, die werden biologisch umgesetzt und das bedeutet, dass das komplette CO2, was in diesem Plantagenwald, wenn man ihn so nennen möchte, vorhanden war, wieder in der Atmosphäre landet. Und das früher, als es da gelandet wäre, wenn man den Wald noch 50, 60 Jahre hätte stehen lassen, bis der Sturm kommt und ihn umschmeißt. Ja, also das ist hier keine CO2-Speichermaßnahme, es ist eine CO2-Freisetzungsmaßnahme. Die CO2-Freisetzung wird im Übrigen noch höher sein, dadurch, dass sie die Bäume umziehen, anstatt sie einfach umzuschneiden, weil damit auch noch der Boden verletzt wird und der Humus, zumindest in den Bereichen, wo die Bodenverletzung dann offen in Kontakt mit der Atmosphäre, sprich Sauerstoff, Wasser etc., Wärme, kommt, da wird mit Sicherheit ein Humusabbau stattfinden und damit noch mehr Kohlenstoff, der vorher im Boden gespeichert war, ebenfalls in der Atmosphäre landen. Das muss man nicht gut finden. Das ist auf jeden Fall ein negativer Aspekt dieser Planet Wild-Maßnahme. Wäre von alleine passiert, aber halt eben erst zu dem Zeitpunkt, wo der Wald von alleine umgefallen wäre. Wie gesagt, 50 bis 80 Jahre irgendwie sowas. 30 bis 80 Jahre irgendwo. Give back to nature through monthly missions like this one. So if you want to help restore nature, consider joining Planet Wild as a backer. There's a link in the description and more information at the end. Now back to the video. Also wir gucken uns Planet Wild mal an, immer vorsichtig, ne, mit neuen Organisationen, die ich nicht kenne. Ich kann ja meine Hand immer nur ins Feuer legen für Menschen, die ich kenne. Ich kenne diese Menschen nicht, ich kenne diese Organisation nicht, deswegen kann ich sie auch nicht empfehlen. Aber wir werden uns mal mit den Menschen da beschäftigen. Winching. Winching, weg mit der Karre. Ist ja auch krass, dass nicht mit der Kettensäge gearbeitet wird. Warum nicht? Warum bricht man es einfach weg? Weil man nicht absägen will, weil man eher so einen Sturm simuliert, also dass der ausreißt, unten irgendwo bricht und nicht alles. Genau das. Also das hat der Robert korrekt erkannt. Man möchte also wirklich einfach ein natürliches Bild eines natürlich umgefallenen Waldes haben, weil den Sägeschnitt, den macht ja kein Tier, beziehungsweise der kommt in der Natur so nicht vor. Und das sehen wir gleich noch. Das sieht, weiß ich nicht, würde mich mal interessieren. During the cold winters here at Abernethy, a revolutionary and controversial scheme of restructuring is underway. The team here. Wer streitet denn darüber? Das macht doch alles total viel Sinn.
ja, die genannten Kritikpunkte halt, ne? Aber das gibt jetzt hier so eine Mikado-Landschaft. Das ist so ein bisschen teilweise das Ziel der Veranstaltung, genau so eine Mikado-Landschaft zu erschaffen. Das hat auch eine gewisse Schutzwirkung für die jungen Bäumchen, die dann da irgendwann nachkommen werden, dass die nicht sofort von der völlig absolut durch die Decke gegangen, überpopulationsmäßig explodierten Rotwildpopulation Schottlands sofort wieder niedergefressen werden. Ja, ein Großteil von Schottland wird ja bejagt. Die großen Jagdanwesen, die sich da irgendwelche superreichen Leute in Schottland geleistet haben, um eben Rotwild zu jagen, sind genau dafür da. Und damit es da auch genügend Rotwild zu jagen gibt, hat man eben in der Jagdpolitik Schottlands das Rotwild ja eher gefördert als gejagt. Also hin und wieder schon mal eins weggeschossen, aber nur zu guten Preisen sozusagen. Und ansonsten immer schön dafür gesorgt, dass es auch da Jagd genug von gibt, damit immer schön zu jagen da ist sozusagen. Auch das englische Königshaus ist da schon immer zum Jagen hin. Oder vielleicht nicht seit immer, aber schon sehr, sehr lange. Charles meines Wissens nicht, aber ja, hat es auf jeden Fall gegeben in der Vergangenheit. Ja, und in diesen Verhau traut sich auch ein Rotwild nur ungern rein, würde es vielleicht schaffen, wenn es da unbedingt durch muss, aber ist für das Rotwild uninteressant, da die jungen Bäumchen anzuknabbern. Und damit entsteht so eine Art Schutz durch die gefallenen Stämme für eine natürliche Wiederbewaldung mit dem, was da halt von alleine dann wieder hochwachsen würde. Das ist so einer der wesentlichen Faktoren. Ansonsten hat man eben auch eine höhere Keimungsrate, gerade insbesondere von den Kiefern, die hier umgerissen werden, in den Löchern, die beim Umreißen der Bäume entstehen. Ich meine, das sieht man irgendwo noch schön. Down or winching thousands of trees every year, uprooting. Ja, das meine ich. Also dabei entsteht natürlich ein Loch, der Wurfteller selber, und sowohl auf dem Wurfteller, direkt oben drauf oder am Rand irgendwie dazwischen, kann sich eine junge Kiefer ganz gut vermehren bzw. daran ganz gut keimen. Wenn man dann noch einen einzelnen Baum stehen lassen würde, der überhaupt in der Lage wäre, hier noch irgendwie Samen einzufügen, ja, für die Kiefer zumindest. Dadurch, dass man aber alle Kiefern hier gleichermaßen umreißt und vermute ich zumindest, dass sie alle umreißen wollen, führt das dann natürlich dazu, dass nur andere Baumarten außer die Kiefer, beziehungsweise außer die paar Samen, die möglicherweise aus der Krone, wenn sie umfällt, sozusagen direkt auf den Boden fallen, beim Umfallen der Krone, aber sonst können hier nur andere Bäume keimen und die Kiefer ist ja prinzipiell nicht schlecht. Die ist als Reinbestand, als Monokultur. Da ist sie ja zumindest mal sehr umstritten und es gäbe bessere Lösungen. Das ist auf jeden Fall so. Aber der Baum an sich ist nicht falsch. Kiefer gehört definitiv nach Schottland, insbesondere in diese Teile von Schottland. Das sollten schon Kiefernwälder sein. Und ja, darum weiß ich nicht, warum man da nicht noch ein paar Bäume stehen lässt. Selbst bei Nadelholzsturmwürfen, wo fast immer der gesamte Wald umfällt, bleiben hier und da mal vereinzelte Bäume stehen. Vielleicht ist das auch der Plan, wir wissen es nicht. Es wird nicht ausreichend ausführlich genug dokumentiert, dass man nicht genau sehen kann, wie das da genau exakt weitergeht. Aber so, dadurch, dass die Kiefer dann auch sich nicht verjüngen können, könnte es auch sehr, sehr lange dauern, bis da wieder ein neuer Wald steht. Und ja, da möchte ich wirklich nochmal den CO2-Aspekt in Erinnerung rufen. Auf lange Zeit setzt das wirklich mehr CO2 frei, als es wird Jahrzehnte dauern, bis hier wieder so viel CO2 gespeichert wird, dass die Assimilationsrate ungefähr wieder dem entspricht, was wir gehabt haben, als der Wald noch, die Plantage noch stand. Und es wird dann noch mal länger dauern, bis der ganze CO2, das dadurch emittiert wurde, dass wir das gefällt haben, wieder aufgenommen ist vom Nachfolgerwald. Und erst an dem Punkt, wo der wieder aufgenommen hat, was vorher wieder freigegeben wurde, speichert der überhaupt zusätzliches CO2. Und da wir Eile haben mit dem CO2-Speichern, ist das aus meiner Sicht, naja, ich habe es ja schon gesagt, man kann das schon machen, wenn man eine Biodiversitätsanreicherung und eine Vernatürlichung sozusagen der schottischen Landschaft haben möchte, aber Klimaschutz ist es nicht, im Gegenteil, wie gesagt. Ja. Just like a violent storm would. In fact, they're recreating storm paths through the plantation and. Dann sieht es auch nicht so kettensägemäßig aus und es belüftet den Boden und so weiter. Das ist schon geil. Okay.
Boden belüften ist aber eigentlich nicht notwendig, weil gerade die Kiefer eben in solchen moorartigen Böden und so weiter auch keine Probleme hat. Das heißt, für welche Pflanze muss man hier den Boden belüften? Da gibt es keine, die da in Frage käme. Auch die Heigelvegetation, die da heute jetzt schon drunter steht, die ist übrigens auch längst nicht so scheiße. Ist interessant. Ja? Vielleicht ist das kein Zufall. Gezeigt haben sie, als er da durchmarschiert ist und die Vogelstimmen künstlich eingebaut hat, haben sie einen Wald gezeigt, der ökologisch viel toter ist als das, was man hier jetzt sieht. Jetzt sind die Bäume da zwar schon umgerissen und da liegen offensichtlich auch schon eine Weile, weil keine Nadeln mehr dran sind, aber selbst das, wo jetzt die Bäume, die gerade umgerissen werden, reingeschmissen werden, jetzt hier im Rahmen dieses Films, ist viel weniger schlimmer als der Beispielwald, den sie davor gezeigt haben, um zu erklären, dass so eine Plantage schlimm ist. Das möchte ich auch nur mal kurz angemerkt haben. Also es ist schon eine gewisse... Es ist ja ein Werbefilm, haben wir ja schon gesagt. Verrückt, aber cool, ey. A trail of deadwood in their wake. This is not destroying a natural landscape, but sparking a new wild forest where nature can take over. Aber so ein Laubwald, wie sie jetzt hier gerade zeigen, der ist da gar nicht zu erwarten. Wo sollen denn die Laubbäume herkommen? Die muss es in der näheren Umgebung ja geben, damit die sich da natürlich hin versamen können. Wenn man die Laubbäume haben wollen würde, dann müsste man da, damit das schnell geht, und das sollte eigentlich flott gehen, weil wir nicht mehr allzu viel Zeit, möglicherweise nicht mehr allzu viel Zeit haben, da müsste man dann also wirklich unbedingt hier ein bisschen mit ein paar Pflanzungen, längst nicht alles pflanzen, aber wenigstens eine Grundlage für eine schnellere Entwicklung zu der natürlichen Vegetation, die in diesem Landesteil von Schottland vorherrscht, das würde Pflanzung erfordern. Ne? Da ist es mit Umreißen und danach ist man der große Held nicht getan, sondern es macht noch erheblich mehr Arbeit und eine Pflanzung kostet auch nicht, was immer dieses Projekt gekostet hat, ich glaube, irgendwann kommt es später noch, sondern mindestens das Vierfache. Die Scheiße, jetzt müsstest du ja das Video und das 50 Jahre später, bupp, jetzt kann man es natürlich nur simulieren oder den Urwald mal zeigen und vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre später, was dann schon an Kleinsteinheiten rauspiekt, ist natürlich spannend, ne? All this deadwood is essential to feed that new forest. So this restructuring project will give all living organisms here. KGV, kleiner grauer Vogel. To breathe. Den habe ich auch erkannt. Ah, das ist echt spannend. Für diejenigen, die das nicht wissen, vielleicht hat es Robert in seiner Community auch schon 17 Mal erklärt, KGV, der kleine graue Vogel, oder KBV, der kleine braune Vogel, das sind so lustige Begriffe aus der Ornithologie-Szene für unglaublich schwierig zu bestimmende kleine braune oder kleine graue Vögel, die nur wenig auffällige Merkmale haben und die, wenn sie einmal kurz durchfliegen, eben nicht korrekt bestimmt werden können. Und deswegen hat sich im Ornithologen-Jargon KBV oder KGV eben entsprechend durchgesetzt, dass man mal schnell reinruft, wenn man sonst nicht weiß, was für ein Vogel, weil man kann es nicht wissen. Also man müsste schon ein außerordentlich großartiger Ornithologe sein, um einen KGV oder KBV bei kurzflüchtiger Sichtung bestimmen zu können. Ist manchmal wirklich einfach unmöglich. Rewilding certainly seemed radical and it did in fact stir controversy at first. After all, aren't we supposed to plant trees rather than felling them? Nein. Clevere Methoden angewandt, auf spezifische Regionen von Wissenschaftlern geprüft und von klugen Köpfen ausgegoren, das bringt die Welt weiter und nicht... Richtig, aber da haben sie auf jeden Fall ja, von Wissenschaftlern geprüft. Das weiß ich nicht. Das weiß ich in diesem Fall wirklich nicht. Ob das nicht, oder vielleicht ein Wissenschaftler, so als Alibi-Maßnahme. Wir haben da den einen Typ da gefragt und der ist zufällig, keine Ahnung, Biologe, Waldökologe oder keine Ahnung, noch was Fachfremderes, mag ja auch sein. Ne? Und der hat gesagt, das ist gut und dann ist es wissenschaftlich korrekt. Das ist natürlich nicht der Fall. Da müsste man schon ziemlich komplexe Untersuchungen zu anstellen und viele Leute fragen und ein paar Studien, Gutachten vielleicht vorher noch machen lassen. Bei einem Gutachten kann man sich auch immer streiten, ob inwiefern das wissenschaftlich ist. Gutachten sind der Natur gemäß immer ein bisschen subjektiv. Aber naja, aber ja... Das ist mindestens, also jeder Forstwissenschaftler, Waldökologe oder ähnliches würde sagen, ja, das ist halt eine umstrittene Maßnahme. Gut für die Artenvielfalt, scheiße für den Klimaschutz. Ne?
engstirnige, starre Radikalität, sondern du musst ja je nach Region... Und viel Geld für etwas, was in 30 bis 80 Jahren, weiß nicht mehr auf welchen Zeitraum ich mich mit mir selbst geeinigt hatte, sowieso passiert wäre. Je nach Land, je nach Bundesland, je nach whatever. Also ich halte das für eine clevere Methode, ich finde das gut. Wo Robert vollkommen recht hat, ist, dass man es halt eben der jeweiligen Landschaft anpassen muss. Das ist 100% Zustimmung, stimmt. But once you understand that Fraser's team is simply mimicking the natural process, it becomes clear that they are providing exactly what this landscape needs to bounce back. Naja, wie gesagt. From the norm, a lot of people have grown up seeing plantations and seeing what they think a forest should look like. So us creating dead trees is not normal for people. Because for me, it was against the norm as well. And then slowly but surely, I got educated, I began. Ich möchte an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, Schotten sind unglaublich freundlich. Das sind so nette Leute, die haben so einen speziellen, rustikalen Charme, aber super hilfsbereit. Ich war da jetzt wirklich ein paar Mal im Land und tolle Leute, wirklich, wirklich tolle Leute, diese Schotten. Ja. To learn and see how a lot of life can start from this dead wood cool. We're creating. Ey, da piekst doch auch schon alles raus hier. Guck mal, da kommt auch schon der kleinste Ahorn rausgesneakt. Ich habe da größtenteils Birken gesehen. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier ein Ahorn herkommen soll. Der hat zwar eine Ausbreitungsdistanz von durchaus mal 150 Metern oder sowas um den Dreh, aber da müsste irgendwo in 150 Metern auch ein Ahorn rumgestanden sein. Und zumindest von dem, was die hier zeigen, vielleicht zeigen sie nicht absichtlich nicht, dass nebendran schon ein guter Wald ist, ich weiß es nicht, kann ich mir jetzt nicht so ganz erklären, wo hier der Ahorn hergekommen sein soll. Das könnte auch eine Vogelbeere sein. Das würde sich mir auch erschließen, dass die da dann schon hochwächst. Die kann ja von weiter weg hingetragen worden sein, per Vogel dann eben Ausbreitung. Das wird vom Habitus her gefühlt auch mehr passen. Aber bei der Auflösung, die bei euch wahrscheinlich noch schlechter ist als hier bei mir auf dem Bildschirm, und der Tatsache, dass man die Knospen nicht erkennen kann und der Baum wirklich noch sehr, sehr jung ist und natürlich auch keine Blätter da sind, aber Ahorn weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, Alter, Digger, Bro oder so ähnlich. Scheiße. Und das geht ja schnell, ne? War ich mal bei einer Pappelfällung dabei. Die war, keine Ahnung, also 40 Meter hoch. Die war dann angegammelt und so weiter, die mussten wir fällen. Und haben die rausgenommen, haben auch die Wurzel rausgenommen, der Pappel. Ein Jahr später. Durch die Disruption steht dort jetzt ein Pappelhain, da sind die einige Bäume über 3 Meter hoch. In einem Jahr. Ich habe selbst. Ja, ja, bei Pappel geht das. Ja, das ist alles nachvollziehbar. Live persönlich gesehen. Mit Tod kommt auch Leben. Robert Mark Lehmann. Ja, habe ich ja schon gesagt. Solche blöden Kalendersprüche aus dem ersten Semester Biologiestudium. Ach ja, aber er grinst. Ja, das ist bestimmt als Gag gemeint. Ich finde es halt nicht lustig. Ja, aber muss jetzt lachen, weil ich schon wieder daran rumnörgel. Ich alter Korinthenkacker hier. Ja, lassen wir mal so stehen. In nature, death brings life. When a tree ja, da ist der Nächste, der diese fundamentale Erkenntnis auch schon erraten hat. Wow. Entschuldigung. This falls, it clears vital space for other organisms to inhabit and light can break through the canopy. Meaning that tree saplings and other plants can start to grow. But cool. More than that. Also da haben wir jetzt vor allen Dingen verschiedene Heidekraut gesehen, Erika-Zehe gesehen und schlicht und ergreifend die heimische Kiefer, Pinus Silvestris, ja, Pinus silvestris, das ist die Kiefer in Nordeuropa, beziehungsweise wenn man Schottland als Nordeuropa zählen möchte, das darf man einigermaßen tun, denke ich. Absolut heimische Baumart in Schottland, weit verbreitet gewesen. Das ist völlig in Ordnung so. Aber halt eben auch diese Heidelandschaft, die ausgehende Heidelandschaft, die aber auch unter einem Kiefernwald durchaus weiterhin vorhanden sein kann. Das ist auch in den natürlichen Kiefernwäldern, soweit ich das weiß, auch so. Ich muss beim nächsten Besuch in Schottland, wenn ich mich da mal irgendwann wieder hintraue, mir vorher einen Reisepass besorgt habe, sonst lassen die einen ja nicht mehr rein, für die Schotten nichts können. Aber ja, da muss ich dringend mir mal auch die natürlicheren Wälder angucken, die es da so gibt. Wer übrigens, ich weiß, das sind einige von uns, den West Highland Way gelaufen sind, oder das noch vorhat, am Ufer des Loch Lomond, mehr oder weniger auf dem ersten Drittel vom Weg, da gibt es auch noch einige natürlich
ziemlich natürliche Eichenwälder, wie sie in Schottland, gerade in den nicht super hohen Gebieten, natürlich vorgekommen wären. Das nur so als kleines Beispiel. A dead tree actually hosts more life than a living one. It becomes a home for millions of Ja, weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Ja, allgemein schon. Weiß ich nicht. Das kann man, glaube ich, so nicht so pauschalisieren, weil ich kenne ja auch Bäume, ihr kennt meinen großen Perubaum, wo Millionen Tiere drauf leben, hunderte verschiedene Arten. Der ist aber auch mehr tot als lebendig, dein großer Perubaum. Ja? Der wird in den nächsten Jahrzehnten, ist der mit Sicherheit tot, der ist quasi schon fast eine lebende Leiche, so in etwa. Ne? Also ja, es gibt so einen Übergangszyklus zwischen wirklich tot und eigentlich auch schon nicht mehr lebendig, der ein Höchstmaß an Biodiversität hervorbringt, weil halt schon Totholz zersetzende Arten im großen Ausmaß im Holz vorhanden sind, aber der Baum selber auch noch lebt. Solange er noch steht, stehendes Totholz ist auch immer wertvoller als liegendes Totholz, weil dann zusätzlich eben noch Höhlen für Specht, Fledermaus etc. pp. Möglich sind, je nach Ökosystem, je nach Region auf dem Planeten. Also da hat der Robert schon nicht Unrecht. Netto über die gesamte Erde verteilt, würde ich aber schon sagen, dass der tote Baum mehr Lebewesen beinhaltet als der noch lebendige Baum. Und ob da ein toter mehr beherbergt, weiß ich nicht. Also ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Für dort sicherlich. Organisms, ja. Fungi and insects, ja. Who kickstart the entire food chain in a beautiful hodgepodge. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, aber man möge mich korrigieren, weil den hat der Robert ausnahmsweise mal nicht benannt. Das war entweder eine Weiden- oder Moor- bzw. Sumpfmeise. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Die haben auch bei unserem Vogelhäuschen hin und wieder mal zu Besuch kommen. Muss man ganz genau hingucken, wenn man Weiden- und Sumpfmeise nochmal konkret auseinanderhalten möchte. Beides ist aber in Schottland auch vorkommt. Sumpfmeise könnte dann ein bisschen realistischer sein. Of emergent life. And so over time, with just a little push, this will turn into this and eventually into this. Wäre ja geil. And of course, we wanted to help as well. Letzteres, also dieser Laubwald, da aber nicht. Das wird wieder ein Kiefernbestand. Allein schon dadurch, dass da vorher jede Menge Kiefern gestanden sind. Damit das einigermaßen schnell wirklich ein Laubwald werden könnte, selbst wenn die natürliche Vegetation der Laubwald wäre, das dauert 500 Jahre, solange man da nicht nachpflanzt, nachhilft. Minimum. Ohne Klimawandel. Why the Planet Wild Community is financing the rewilding of 30 hectares of forest in Abernethy to turn even more monocultures into. Ach so, bloß 2000 Bäume reißen die da um. Das ist jetzt aber nicht viel. 30 Hektar und dann aber nur 2000 Bäume. Ja, okay, diese Altwälder, die haben ja auch nicht mehr 4000 Bäume pro Hektar rumstehen, sondern bei dem, was wir jetzt da eben gesehen haben, da sind wir dann vielleicht bei 300, 350, sowas um den Dreh pro Hektar, würde ich jetzt grob schätzen wollen. Lass es 400 sein. Ja gut, dann könntest du, wenn es 400 sind, kannst du 5 Hektar umreißen. Das sind aber nicht 30. Weiß ich nicht. Wollen sie dann einfach nur an einzelnen Stellen Löcher reinklöppeln? Das ist ja dann sinnvoll, weil denn in dem Fall hätte man ja drumherum noch große Flächen mit noch stehendem Wald, der dann wiederum die Verjüngung für die weggerissenen Flächen zur Verfügung stellen könnte. Aber das wird ja wieder nicht näher erzählt, weil das Video eher sonst zu lang würde. Naja, für Autonomalverbraucher wäre es dann wahrscheinlich auch zu lang. Es ist ja nicht jeder so wahnsinnig wie ihr, die mir hier gerade noch zuhört. Wild Habitats. The beauty of this work is that the first effects will already. Ja, es sind schöne Bilder. Das möchte ich an der Stelle einfach nochmal bemerkt haben. Also die Aufnahmen sind schon toll. Felt within a few short months. As soon as spring and then. Oh. Das war gerade Kadaververjüngung, das habe ich gemeint. Das ist eben die Spezialität von. Work is that the first effect. Ja, ich weiß, ich schreibe wieder in die Kommentare, was für einen Knopf ich drücken muss, damit man hier springen kann, aber bitte sehr. Da haben wir eine Kiefer, die quasi auf dem Wurfteller, das ist so eine Mischung aus Kadaver- und Rannenverjüngung. Kadaververjüngung dann, wenn sich der Baum auf der Leiche eines anderen Baumes verjüngt. Rannenverjüngung, wenn er zum Beispiel auf dem Stein eine höher gelegene Position ausnutzt. Das ist insbesondere, je weiter nördlich man kommt auf dem Planeten, umso wichtiger, dass Bäume das können, weil damit sind sie schneller aus dem Schnee raus. Stellt euch eine Schneedecke vor, schmeißt die da gedanklich drüber und welche Stelle wird zuerst schneefrei?
Partei, na, die am weitesten oben liegt. Na, da kommt am meisten frühesten Licht hin, der Schnee fällt auch runter. Da gerade so am Hang sozusagen in der Schräglage, der Baum wird so gut wie nie von Schnee bedeckt sein und kann, sobald das Wasser da ist und die Temperaturen, die Bodentemperaturen über 5 Grad erreichen, kann der schon loswachsen. Während die Kollegen, die weiter unten liegen, die ganze Heide, die weiter unten sitzt, muss warten, bis der Schnee geschmolzen ist, bis davor da irgendwas wachsen kann. Ist natürlich jetzt in Zeiten des Klimawandels auch in Schottland nicht mehr so wichtig, wie das früher mal gewesen ist, dass es da noch einigermaßen regelmäßig Schnee gab. Naja, aber das Prinzip funktioniert immer noch und der Baum kriegt an der Stelle zumindest mehr Licht. Und ja, ob sich das durchsetzen wird, wenn es nicht mehr funktioniert, wird sich ein anderes System durchsetzen. Das ist ja dann bekanntermaßen Evolution. Aber schön, dass wir das jetzt nochmal gesehen haben und deswegen eben die Bäume umreißen, weil man dann solche Prozesse ein Stück weit begünstigen kann. Ja, haben wir ja schon drüber geredet. As soon as spring and then summer comes around, all these trunks will start teeming with life, taking over this new patchwork of microhabitats with the diversity that we Squirrel. All want to see. And you heißt Eichhörnchen auf Deutsch. Can now be part of this transformation as well, because we will sponsor one extra square meter of forest to be restructured. Also Werbung, aber Moment mal, hat er gerade gesagt, er sponsert einen extra Quadratmeter. Das ist ja sensationell. Das kostet nichts. Also in Schottland ein Quadratmeter, wenn du überhaupt in der Lage bist, da Land zu kaufen, das ist man nicht automatisch. Aber wenn du dazu in der Lage bist, dann ist ein Quadratmeter, das ist Land, das kaum was wert ist ökonomisch. Bestenfalls kannst du da Kiefernmonokulturen draufstellen. Das kostet nicht viel. Das sind 2 Euro oder was, wenn überhaupt. We restructured for every comment we get on this video before the end of March. Oh, ja, nicht mit der Mission Erde Community. Ach, before March? Schon vorbei? Ah, sonst hättet die Mission Erde Kommentarspalte hier reingeschallert wie die Verrückten. So go hit the comment section and let's rewild even more forest together. And it starts. Interessant. Also nehmen wir mal an, die kriegen, keine Ahnung, 10.000 Kommentare, dann hätten sie noch einen Hektar, den sie zusätzlich auf diesem Wege bauen müssten. Den müssen sie für den Zweck kaufen, dann müssen sie wahrscheinlich noch, oder sie haben da irgendeinen Deal in der Hinterhand. Ein Hektar in Schotten, was wird das kosten? Höchstens 10.000 Euro. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das viel teurer ist. Es sei denn, man lässt sich den Wald da noch mitbezahlen. Das kommt immer wirklich auf den Deal an. Dann mag es vielleicht auch 40.000, 50.000 Euro sein. Irgend sowas um den Dreh, wenn der Wald noch draufsteht. Oder aber, wie gesagt, sie haben da irgendeinen Deal und das Ganze kommt noch deutlich günstiger. Naja, also für jeden Kommentar, das ist dann schon nicht übel, wenn sie dann 10.000 Kommentare kriegen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie viele Kommentare sie hatten. Ich gucke das an dieser Stelle mal eben schnell nach. Echt? Okay, es sind 24, to be honest. Entschuldigung. Es sind 24.000 Kommentare und der März ist noch nicht rum. War doch März, oder? Ja, also dann, ja. Okay, dann ist das doch, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Bitte um Entschuldigung, dann ist das doch eine ganz coole Aktion und sicherlich mit diversen Kosten verbunden. Wie sie das dann wieder finanzieren, weiß ich nicht oder keine Ahnung, aber klingt erstmal fair. It does not feel good to be uprooting and killing this tree. Ja. But just have to remember what it's for. Ah, Atevi, before the end of March. Aber dieser März, ist es dieser März? Ja? Ist es von diesem Jahr? Sind wir noch im Bereich? Sind wir noch in der Zone? End of March. Aber dieses Jahr. Kann jemand mal confirm? 24, ja? Ja, okay. Dann rein da in die Kommentarspalte. Ihr habt nicht mit der Mission Erde Community gerechnet. Oh. Zack, Planet Wild, pleite. Ganz so krass bestimmt. With every fallen tree, a process is being set into motion that will have an effect far cool, into the future. Some things don't happen tomorrow. Wir beachten bitte einmal kurz hier dieses Tier. Ja? Meine spontane Ersteinschätzung, was das ist, ist Sitka-Wild im Sommerkleid.
Ich habe extra beim Robert, weil ne, viele Leute sehen mehr, mal in den Kommentaren gelesen, was man denn da meint, was das für ein Tier wäre. Aber hören wir erstmal weiter. Na? Welches Wild haben wir hier? Schreibt's unten in die Kommentare. Wapiti, Weißwedelhirsch, Rothirsch, Dammhirsch oder Reh? Ja, also ich würde sagen, nichts davon. Dammhirsch noch am wahrscheinlichsten. Der Dammhirsch gehört auch zu den Hirschen, die ein geflecktes Sommerkleid ihr Leben lang behalten. Die Fleckung ist auch im Regelfall individuell und quasi wie der Fingerabdruck, dass man die Tiere daran auch ein Stück weit erkennen kann, wenn man es dann kann. Dammwild wäre aber noch ein Hauch größer. Man kann hier relativ gut die Größe der Tiere durch die Grashalme davor einschätzen, beziehungsweise die Grashalme dahinter. Das ist ein ziemlich kleine Hirschart, mit der wir es hier zu tun haben, und würde von der Größe her für Sitka-Wild also sehr wohl hinkommen. Sitka oder Sika? Ich schreibe es euch unten hin. Das ist auch wieder so ein Wort, das schmeiße ich immer gern durcheinander. Also ich weiß es auch nicht. Beziehungsweise ich weiß zwar, dass es das ist, aber ich weiß nicht, wie es korrekt heißt. Von daher auch bei mir ein wenig Unwissen in dieser Hinsicht. Aber im Vergleich zum Dammwild würde ein halbwegs älteres Stück Sika-Wild zumindest schon Ansätze einer Schaufel am Geweih ausbilden. Die haben ein hochgradig dekoratives Geweih, weil deswegen wurden sie auch europaweit quasi ausgesetzt und gezüchtet, weil sie eben so ein dekoratives Geweih haben, das Dammwild wohlgemerkt, weil sie halt eben so eine Kombi aus normalem, in Anführungszeichen, Hirschgeweih und Schaufelansatz zusätzlich eben noch haben, und das macht das Ganze recht dekorativ. Die sind aber noch einen Ticken höher, wie gesagt, als unsere Kollegen hier. Sie haben auch ein anderes Gesicht, also vom Gesicht her würde ich hier auch eher nicht beim Dammwild sein, aber vielleicht irre ich mich auch, ne? Also ich bin nicht der super, super Experte, was die Ansprache von Schalenwild angeht. Ein bisschen was kann man inzwischen, aber die exotischeren sehe ich ja nie im Walde, und das müsste man dann schon quasi regelmäßig üben, wenn man die auf einen Blick sofort wissen will, was das jetzt ist, oder häufiger mal im Tierpark vorbeischauen, oder da geht ja grundsätzlich niemand aus Roberts Community hin. Egal, jedenfalls meiner Meinung nach Sika-Wild, nicht Dammwild, und die anderen Sachen schon gar nicht, ne? Also das ist alles Mumpitz, wenn überhaupt, dann Dammwild alternativ. Und wie gesagt, ich habe beim Robert extra in die Kommentare geguckt, zumindest als ich das letzte Mal da in die Kommentare geguckt habe, es ist inzwischen auch schon wieder ein Tag her, da waren auch zwei andere Leute der Meinung, dass es sich nicht um Dammwild, sondern um Sika-Wild handeln würde. Also, ne, wenn ihr dazu eine Meinung habt, dürft ihr das selbstverständlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Or in my lifetime, maybe Geile. Happen in my children's lifetime, or even in my grandchildren's lifetime. Das ist das, was ich sage, das liebe ich. They'll be the ones to see that forest acting more naturally and being beautiful and not just being a really. Ja, aber auch jetzt hier wieder, das war jetzt der Eichenmischwald. Der kommt so an der Stelle, wo die jetzt da arbeiten, meines Wissens nicht vor. Boring plantation. Und seht ihr, dass es um so viel mehr geht, als nur immer um uns selbst. Es geht um die nächsten Generationen. Es geht um unseren Planeten. Es geht das, was unsere Kinder, unsere Kindeskinder erleben. Das fangen wir jetzt an. Und das ist der Wandel, der gerade stattfindet. Wir machen sowas jetzt. Wir machen Umwelt- und Tierschutz. Jetzt ist der Beginn, jetzt ist der Wandel. Und das ist doch ein geiles Gefühl. Habe ich schon erwähnt, dass es in diesem Fall aber mit CO2-Freisetzung einhergeht. Und das ist nicht unbedingt was, worüber uns die nächsten Generationen dankbar sein werden. Ja. Unsere Kinder und Kindeskinder davon später mal profitieren können, dass Urwälder zurückkommen, dass Arten wieder ausgewildert werden und dass der Planet nicht abgefuckt wird, weil wir als riesige verdammte Mauer uns dazwischen stellen. Ist doch ein geiles Gefühl, oder nicht? Und gerade... Ja gut, ich persönlich bin ja immer der Meinung, dass man da wenig
Ein bisschen was ja, auf jeden Fall, aber eher wenig durch persönliches Engagement mit einem normalen Durchschnittsverdiener, bestenfalls Durchschnittsverdiener, Geldbeutel erreichen kann. Wer richtig, richtig wohlhabend ist, der könnte da tatsächlich was verändern. Ansonsten, ein Großteil der ganzen Veränderung muss irgendwie aus der Politik geboren sein, muss in Gesetzen vorgeschrieben sein, muss dann auch wirklich eingehalten werden, Korruptionsbekämpfung etc. pp. Und da braucht es einen globalen Konsens, das wirklich hinkriegen zu wollen, oder zumindest einzelne Länder, die das wirklich hinkriegen wollen, die das durch Gesetze vorschreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit so Minimaßnahmen, selbst das viele Geld, was der Robert zusammenscheffelt, das ist viel Geld, das reicht auch nur für Minimaßnahmen im Kontext, dass es fast schon egal ist, so von der Größe her. Ist es natürlich nicht. Und klar, es setzt auch irgendwo ein Stück weit ein Zeichen. Ich finde das auch gut, ne? Also nicht falsch verstehen. Das ist alles super, dass der sich da so reinhängt. Der hat auch super lange Arbeitstage etc. pp. Und da gibt es, glaube ich, wenig dran auszusetzen. Könnte man auch vielleicht anders machen. Sicherlich gibt es im Detail das eine oder andere, was der eine oder andere nicht gut findet. Sicherlich ist ja auch in Ordnung so. Aber im Großen und Ganzen ist das schon was Gutes. Nur, ich glaube, das allein wird uns nicht helfen. Und ja, deswegen so ohne Politik wird das schwer gehen. Ja, die Politik ist scheiße, das muss ich auch niemandem erzählen. Aber sie ist halt leider nun mal notwendig. Wir sind 8 Milliarden Nasen, beziehungsweise dann demnächst mal 9 und dann kurz darauf 10. Das muss irgendwie wirklich im Großen geregelt werden, wie unser Zusammenleben funktionieren kann, ohne komplett die Lebensgrundlage von uns kaputt zu machen, beziehungsweise die Lebensgrundlage von allem anderen kriegen wir nicht kaputt, weil wenn wir unsere kaputt gemacht haben, sterben wir ja bekanntermaßen aus und dann kann sich alles andere wieder regenerieren. Aber grundsätzlich nur einfach, damit ich mal meine 5 Cent zu dieser, solche Ansprachen hört man von Robert Mark Lehmann ja häufiger, das ist ja wie gesagt auch völlig in Ordnung und das bringt ihm ja auch einen Haufen Kohle an, damit kann er Gutes tun, da bin ich fein mit, wirklich. Nur, ja, ich sehe es halt nicht, dass darin die Lösung liegt. Und auch eine Bewegung von vorzugsweise jungen Leuten, die jetzt alle Umweltschutz fordern, bewirkt ein bisschen was, verläuft sich dann aber auch schnell wieder im Sande. Beispiel Fridays for Future hat längst nicht mehr die Strahlkraft, die die mal hatten, weil dann dummerweise Corona dazwischen kam. Und dann hat die Welt was anderes interessiert und dann wurde der Klimaschutz von manchen, nicht von allen dankenswerterweise, das ist so der letzte Hoffnungsfunke, dass es tatsächlich nicht alle waren, ich hatte es befürchtet, aber es waren nicht alle, wurde dann zum Beispiel vergessen. Schlicht und ergreifend. Ja, und jetzt sind dann wieder politische Probleme, dann kann man die blöde Inflation, dann haben wir den bescheuerten Russland-Angriffskrieg da auf die Ukraine und so weiter und so weiter. Und dass man da dann nicht noch Bock hat, sich groß um Umweltschutz zu kümmern. Das Dumme ist halt nur, dass es dem Umweltschutz bzw. der Natur, dem Klima, was auch immer man jetzt da raussuchen möchte aus den verschiedenen Faktoren, die da eine Rolle spielen und alle nicht gerade doll dran sind, das ist denen scheißegal, was wir nebenbei betreiben und die akzeptieren als Entschuldigung nicht, dass die Menschheit gerade Corona hatte oder Putin oder Inflation, sondern es geht halt trotzdem vor die Hunde. Und das ist halt schon schwierig. Ja? Und dass sich der Robert da stark macht und das verhindern möchte, wie gesagt, das rechne ich ihm echt hoch an. Ich glaube nur nicht, dass es auf diesem Niveau wirklich was bewegen wird. Aber da bin ich vielleicht auch einfach pessimistischer, weiß ich nicht. Trotzdem, Respekt und Anerkennung. Mission Erde Community ist in Deutschland the one. Ihr seid die Geilsten. Ihr macht sowas möglich. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Die Geilsten sind selbstverständlich meine Zuschauer. Die haben auch eine Aufmerksamkeitsspanne, die deutlich länger als 22 Minuten. Nee, das kann man jetzt den Robert-Zuschauern nicht unterstellen. Er hat ja auch deutlich längere Reactions als 22 Minuten. Ne? Ihr pflanzt mit mir Bäume. Ihr finanziert den ganzen Scheiß, den ich mache. Und ihr sorgt dafür, dass wir heute hier nicht sterben. Und das ist unser Independence Day. So fühlt sich das manchmal für mich an. Schon gerade ist so ein schöner Moment, wo man so richtig, man ist inspiriert davon. Finde ich gut. Creating change, which gives an opportunity for nature to breathe and to grow and to flourish. The vision of Fraser and his team is an amazing example, not only of long-term thinking, but also of radically changing.
Ja, also ich kapiere nochmal, ich habe es noch nicht so ganz kapiert, wie das hier jetzt funktioniert. Total invested 10.000 Euro. Wenn sie jetzt aber nochmal, keine Ahnung, 25 Hektar zusätzlich irgendwie schützen müssen, weil sie ja 25.000 Kommentare bekommen haben, reicht es dann, wenn sie einfach statt den 10.000 Euro, die sie da investiert haben, um auf einen Teil dieser 30 Hektar was zu machen, dass sie dann eben jetzt, keine Ahnung, nochmal 25.000 Euro mehr investieren und auf allen 30, ich kapiere das nicht ganz. Jetzt ist das nur ein Video, vielleicht gibt es das irgendwo nochmal in schriftlicher Form, wo das näher ausgeführt ist. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, das groß nachzugucken. Ich habe weder vor dem einen noch dem anderen hier Geld groß zu spenden, daher ist es mir relativ wurscht. Also wer das vorhat, darf das ja dann tun, beziehungsweise würde ich empfehlen, das nochmal näher herauszufinden, was da genau passiert, weil das ist mir einfach nicht konkret genug. Ja, ansonsten Hammers, glaube ich, an dieser Stelle. Ich kann mich nicht erinnern, dass da noch irgendwas super Wichtiges kam. Ich gucke das zwar jetzt im Rücklauf noch nach, beziehungsweise fertig, ob da vielleicht doch noch irgendwas Wichtiges gekommen ist. Aber ja, das waren meine vielen 5-Cent-Stückchen zu diesem Beitrag. Ist nichts grundlegend Falsches dabei, aber ja, ich hatte schon das Bedürfnis, dazu noch ein bisschen was zu sagen. Ich hoffe auch vielleicht das eine oder andere Interessante beigetragen zu haben und ihr könnt dieses Projekt jetzt ein bisschen besser einordnen. Irgendwo zwischendrin hat der Mensch vor Ort hier ja auch mal gesagt, dass es ein kontroverses Projekt wäre, irgendwo in einem kleinen Nebensatz mal eben. Und ja, das ist es definitiv, nur wird es halt im Großteil dieses Werbefilms als ultimative, total innovative Lösung dargestellt und von diesem Kontrovers merkt man halt nichts, so wird es halt nicht dargestellt, auch wenn das einmal schnell erwähnt wird, dieses Wort. Und das ist so mein Hauptproblem dabei und ja, was der Ober dazu sagt, wie gesagt, im Großen und Ganzen völlig in Ordnung, paar Allgemeinplätze und paar kleine Ungenauigkeiten, sage ich jetzt mal, ja, ein Fehler in Anführungszeichen. Und ja, aber jetzt habt ihr bis hierhin geguckt, jetzt müsst ihr da schon irgendwas rausgezogen haben für euer Leben, weil sonst tut er mir leid. Nein, Spaß. Also, das war mein Beitrag zur korrekten Einordnung, wie sinnvoll diese Maßnahme denn jetzt nun ist. So, bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Entweder gibt es Frühjahrsblüher oder Agroforstwirtschaft, kann ich jetzt noch nicht ganz sagen. Beides plus minus fertig, aber auf jeden Fall irgendwas Unkritisches. Macht's gut. Changing our approach to nature and finding new solutions to protect it.